Zunächst einmal herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich bin Yasin Büchner, Ihr Moderator, und zusammen mit Marco Kleiner und Professor Kovac werde ich Sie heute zur dritten Ringvorlesung Mensch-Maschine-Verbindungen werden kluge Maschinen in Zukunft ein Teil von uns sein begleiten. Ja, danke schön. Vielleicht erinnern Sie sich noch an letzte Woche. Letzte Woche hat uns Professor Schöler eine künstliche intelligente Maschine vorgestellt. Ja, ich kann vielleicht, ich darf. Letzte Woche hatte uns Professor Schöler eine künstlich intelligente Maschine vorgestellt. Er hat uns darum gebeten, dass wir an ein Tier denken. Ich habe lange nachgedacht, ich wollte es nicht so einfach machen für den Computer. Ich habe an einen Walfisch gedacht. Und der Computer hat das in 10 Sekunden nach einer einzigen Frage herausgefunden. Er hat gefragt, lebt es im Meer? Ja, dann ist es ein Walfisch. Also ich bin wirklich beeindruckt. Das Publikum hat gelacht und Herr Schöler hat auch gelacht über diese Art des Herausfindens. Ich war einfach beeindruckt. In den 80ern konnten offensichtlich Computer schon so toll Gedanken lesen. Und genau das ist das Thema für heute. Gedanken lesen, den Menschen verstehen. Wie tun das die Maschinen? Wie können sie sich auf den Menschen einstellen? Wie können diese Kooperationen entstehen, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, das steht im Vordergrund für heute und dafür haben wir 2 hochkarätige Referenten gewonnen, beide in der ersten Linie der aktuellsten Forschung und ich übergebe das Mikro nochmal an meinen Mitmoderator, der wird Sie vorstellen. Wie schon erwähnt, haben wir heute 2 Experten vor Ort, einmal Dr. Matthias Vukelic vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Er leitet dort ein Team, das Applied Neurocognitive Systems heißt und sich intensiv mit dem menschlichen Wohlbefinden bei der Verwendung von Maschinen beschäftigt. Dabei zieht das Team Messungen der Hirnaktivität und Verarbeitung durch künstliche Intelligenz hinzu, um so dem Ziel einer symbiotischen Beziehung zwischen Mensch und Maschine Stück für Stück näher zu kommen. Herzlich willkommen, lieber Laszlo, danke für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude, hier heute sprechen zu dürfen und auch euch ein bisschen das Thema Gehirn-Maschine-Schnittstelle, Brain-Computer-Interfaces im Englischen näher zu bringen. Vorneweg möchte ich gerne sagen, dass die Sammelbegriffe, die ich jetzt hier als Brain im Englischen bezeichne, ich eher als Synonym jetzt verwende, um zum Beispiel dann neurophysiologische Messungen, sprich Peripherphysiologie, Herzaktivität, aber auch Hirnaktivität messen zu können. Unter dem Begriff Mind meine ich explizit nicht den oftmals philosophisch verstandenen Begriff des Geistes, sondern tatsächlich kognitive Prozesse und emotionale Erlebnisse, wie es vorhin auch schon gesagt wurde, das Wohlbefinden auch des Menschen. So einen Einstieg mal zu bekommen, um mal zum Gefühl und eine Story zu erzählen, was ist denn eigentlich, wie ich künstliche Intelligenz sehe oder auch wie sie uns im Alltag dann begegnet, gerade auch, was wir jetzt sehen, so durch Automatisierung werden mehr und mehr Tätigkeiten der Menschen abgenommen. Wir sehen da zum Beispiel Begriffe wie Intelligenz, Connected, automatisiert oder auch Adaptivität. Mehr und mehr haben wir Sensortechnologien, die im Alltag integriert sind, die die Umgebung scannen können, die Umgebung wahrnehmen können, also Perzeption, das, was man vom menschlichen Apparat kennt. Sie können die Umgebungsinformationen verarbeiten, zum Beispiel hier könnte in Zukunft auch ein intelligenter Sensor in der Couch integriert werden oder in einem Sessel integriert werden, um eine optimale Sitzposition einzustellen oder auch hier, vielleicht hätte ich Lust, mal was Warmes zu trinken, mir was zu trinken einzuschicken. Dann gibt es so Begriffe wie cyberphysisches System, auch komplizierte technologische Begriffe, die dann da aufgehen. Man hat dann technische Begriffe wie Cloud, Internet of Things und, und. Das alles meiner Meinung nach interessiert mich nicht, weil das sind natürlich technische Begriffe, die der Realisierung dienen, wie man letztendlich Technik nutzt, um etwas durchzuführen. Technik für mich ist ein Werkzeug. Die Frage, die meiner Meinung nach hier untergeht, ist, es geht um den Menschen hier und die Frage ist tatsächlich, was sind die Bedürfnisse des Menschen, was sind die Fähigkeiten des Menschen und wie verändert das durch die Einwirkung von Automatisierung oder auch künstlicher Intelligenz? Und das ist auch mein Forschungsschwerpunkt. Mir geht es darum zu verstehen, wie kann man menschengerechte Technik eigentlich gestalten und natürlich auch vor dem Hintergrund, wie kann man es in der Automatisierung zum Beispiel realisieren, was verändert den Menschen da eigentlich?
Ich würde gerne Analogie nehmen, jetzt mal einfach so, um ein Szenario aufzubauen. Wie kommunizieren wir Menschen eigentlich miteinander? Wenn wir Menschen miteinander in Interaktion gehen, haben wir natürlich primär die Sprache. Aber wir haben auch nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben Gestik, Mimik, Körperhaltung, alles, was wir nutzen. Und das können wir sehr implizit, sehr intuitiv interpretieren. Wir können den Menschen sozusagen lesen, auch die Gedanken, wie vorhin Laszlo gesagt hat, können wir erahnen. Also es geht in uns so ein Konzept von, und sagt er auch in der Psychologie Theory of Mind auf, ich kann mich ungefähr in die Person gegenüber rein fühlen, rein denken. Ja, einfach nur, wenn ich sehe, seine Körperhaltung und vielleicht auch sein Gesicht lesen kann. Und die Frage natürlich ist, müssen das Maschinen können? Ist es relevant, dass Maschinen auch mentale Fähigkeiten oder mentale Zustände auch interpretieren können? Natürlich sehen wir, dass Kontextsensoren zum Beispiel genutzt werden können, um Adaptivität zur Verfügung zu stellen. Ja, das kennt man schon in seinem Smartphone. Die Helligkeit wird angepasst, im Computer wird angepasst, aber auch intelligenter natürlich, wenn man es hochskaliert im autonomen Fahren. Dort werden natürlich Sensoren genutzt, um die Umgebung wahrzunehmen. Was natürlich ignoriert wird, ist der Mensch. Und können wir eigentlich Sensoren auch nutzen, um primär auch den Menschen in dieser Interaktion zu verstehen? Und das ist es auch eigentlich, was mich sehr stark in der Mensch-Technik-Interaktion interessiert. Ich habe hier ein sehr schönes Paper mal rausgekramt, was zeigt eigentlich so auch historisch eingebettet, wie verändert eigentlich Technik unsere Kognition, unsere kognitiven Prozesse. Und man hat zum Beispiel gerade in der Technikgestaltung so den Begriff des Physical Designs oder Physical Technologies findet man dort. Ich denke, Andreas kennt es auch, Affordance Design, also dann auch so Affordance Design. Wenn es darum geht, Technik zu gestalten, ist Affordance Design im Prinzip, dass wir wissen, wie kann man denn eigentlich ein physisches Objekt, ein physisches Werkzeug gestalten, das automatisch impliziert, quasi eine Nutzungsaufforderung gestaltet, damit wir das nutzen können. Das beste Beispiel wäre zum Beispiel ein Hammer. Ein Hammer gibt implizit direkt, wie man das nutzen kann. Ja, den kann ich greifen, kann Nägel in die Wand schlagen oder eine Schere. Automatisch gibt es mir an, wie ich das zu nutzen habe. Ja, ich sollte meine Finger benutzen und in die Öffnung reingeben. Wir befinden uns natürlich mehr und mehr momentan in unserer Gegenwart im Bereich des Sophisticated Technologies. Ich bezeichne es als Automatisierungs- und Interface-Design, weil wir mehr und mehr Technologien natürlich haben, wo wir keine unmittelbare physische Interaktion haben, aber wir interagieren mit Interfaces, mit Schnittstellen. Computer das beste Beispiel oder unser Smartphone, seine Schnittstelle, um Technologien zu nutzen und natürlich Automatisierung. Mehr und mehr Produktionsprozesse werden automatisiert. Dort befinden wir uns derzeit. Aber da ist auch so die Prognose, dass diese Technologien mehr und mehr abflachen. Und natürlich symbiotische Technologien oder hier dann, ich bezeichne sie als Embodied oder Cognitive Technologies, wo wir mehr und mehr natürlich Technologien gestalten, um vermehrt mit unserem Körper in Interaktion zu treten. Zum Beispiel kennt man das auch, VR, also Virtual Reality oder Augmented Reality wird genutzt, indem man seinen Körper in die physische Interaktion, in die Mensch-Maschine-Schnittstelle reingibt. Kognitive Technologien auch. Kognitive Technologien, das prominenteste Beispiel ist Sprachinteraktion oder Sprachinterfaces, die man nutzt, zum Beispiel, was man dort auffindet. Und ich stelle mir natürlich dann die Frage, okay, was verändert eigentlich, wenn wir Embedded oder Cognitive Technologien nutzen mit uns als Mensch? Und das ist es auch, wo wir im Team Applied Neurocognitive Systems eigentlich uns befassen. Unsere Vision ist klar, wo wir sagen, wir würden gerne eine bessere Zukunft gestalten, indem wir sagen, der Mensch ist im Mittelpunkt und die Technologie ist assistiv, also unterstützend im Hintergrund. Und so sollte auch Technologie sein. Die Technologie sollte uns nicht auffordern, dass wir jetzt mehr und mehr unsere kognitiven Prozesse nutzen, dass sie mehr und mehr unsere Aufmerksamkeit fordert, sondern sie sollte uns eigentlich unterstützen. Wir sollten unsere Aufgabenerfüllung unterstützen und dazu sollte Technologie hilfreich sein. Ich werde nachher ein paar Beispiele zeigen, in welchen Anwendungsfällen wir uns in der Mensch-Maschine-Interaktion eigentlich aufhalten. Um vielleicht mal hier so ein Gefühl von der Forschung zu bekommen, die wir machen. Wir sind transdisziplinär unterwegs, das heißt, wir verschmelzen quasi die kognitive Neurowissenschaften, das Know-how aus der kognitiven Neurowissenschaft und kognitiven Psychologie mit positiver Psychologie. Das ist auch eher ein anderer Ansatz, also nicht die klassische Psychologie, die eigentlich aus dem klinischen Bereich kommt, sondern aus der positiven Psychologie, wo es um die Bedürfnisse des Menschen geht. Das heißt, wie können wir gucken, wie können wir nach den Bedürfnissen des Menschen eigentlich Technik gestalten? Und wie können wir für ein positives Nutzungserlebnis eigentlich sorgen? Und natürlich ein kleiner Part, und werde ich auch, glaube ich, nicht hier, Machine Learning als Teil der künstlichen Intelligenz. Bewusst hier, Machine Learning peilt mich nicht in dem Bereich künstliche Intelligenz auf, sondern sehe Machine Learning eher als Tool, um die Daten, die wir sammeln, zu interpretieren, um daraus Erkenntnisse zu sammeln über kognitive und emotionale Erlebnisse.
Das heißt, wir gehen ganz klar vor, wir wollen aus dem Klassischen, so wie man es kennt, aus der Neurowissenschaft raus aus dem Labor und den Menschen in der realen Welt verstehen. Das heißt, wir machen das Prinzip vom Lab to Real World Anwendung. Und dort ist es, wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, das primäre oder der primäre Fokus eher dem Verständnis gedient. Das heißt, wie können wir kognitive Prozesse und emotionale Erlebnisse in komplexen Environments, wie ich es im Englischen nenne, das meine ich, komplexe Environments, sollte man jetzt so verstehen, wenn man das klassische Labor hat, ja, wo der Neurowissenschaftler drin hockt, isoliert, sein psychologisches Konstrukt analysiert, das meine ich damit nicht, sondern komplex ist tatsächlich, man hat mehr als Interaktion, auch mehr, der den Menschen eigentlich einwirkt, um den Menschen natürlich besser zu verstehen, weil wir auch in unserem Alltag nicht isoliert immer nur mit einem Stimulus stimuliert werden, sage ich mal, oder auch präsentiert werden, um da dann das psychologische Konstrukt zu verstehen. Das heißt, wir sind natürlich auch daran interessiert, wie können wir Methoden entwickeln, die möglichst den Menschen nicht stören in der Interaktion, aber trotzdem Erkenntnisse abgreifen können über aufgabenrelevante Informationen. Das heißt, wir schauen, wie können wir momentan physiologische Sensoren nutzen, um dementsprechend diese Prozesse zu verstehen. Und all das dient uns letztendlich, diese ganzen methodischen Ansätze, um ein besseres Mensch-Maschine-Interaktion zu schaffen. Und natürlich Technologien so zu gestalten, dass sie dem Wohlbefinden, auch dem mentalen Wohlbefinden oder auch einen nachhaltigen Arbeitstag gestalten können. Ich habe es hier mal zusammengefasst, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was nutzen wir eigentlich für Sensoren, was sind denn das eigentlich für Hirnaktivitäten oder Hirnsensoren, die wir nutzen. Ich habe sie eingeteilt in zwei Kategorien. Neurophysiologisch heißt tatsächlich Hirnaktivität, das zentrale Nervensystem zu messen. Dann nutzen wir mobile Sensoren, zum Beispiel das prominenteste, die Elektroenzephalographie, schon ein sehr altes Verfahren, was man kennt wahrscheinlich. Der eine oder andere hier hat vielleicht schon mal im medizinischen Kontext so eine Badehaube aufgehabt. Und dann auch natürlich Erkenntnisse für medizinisch relevante Prozesse dann auch bekommen. Wir setzen sie anders ein. Wir setzen hier die Elektroenzephalographie mobil ein, das heißt ohne die ganzen Kabel. Man kann mittlerweile tatsächlich die Hirnaktivität in Real Life während alltäglichen Interaktionen auch studieren und analysieren. Ein anderes Verfahren, die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie, würde ich bezeichnen, die kleine Schwester der funktionellen Magnetresonanztomographie. Die einen oder anderen, die sich vielleicht ein bisschen im medizinischen Kontext aufhalten oder da ein bisschen was kennen. Der MRI, der Magnetresonanztomographie, ist ein Scanner, wo die Leute reingeschoben werden, die sind starr drin, man kriegt schöne bunte Bilder über die Hirnaktivität, man kann da sehr viel natürlich an Erkenntnis gewinnen über die Anatomie des Gehirns und die Funktionalität, aber man kann keinerlei Erkenntnisse bekommen, was letztendlich, wenn der Mensch sich mit seinem ganzen Körper eigentlich bewegt, weil letztendlich wir nicht nur, wenn man es neurozentristisch natürlich betrachtet, nicht nur das Gehirn sind, sondern wir mit dem Körper interagieren. Und deswegen kann man die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie nehmen. Ähnliche Prozesse werden genutzt, ist ein optisches Verfahren, kann auch mobil genutzt werden, um Hirnprozesse zu analysieren. Andere Parameter, physiologische Parameter, wie zum Beispiel die Messung der Schweißbildung der Haut, die Herzaktivität, Atmung, Eye-Tracking, also man guckt natürlich, was mit den Augenbewegungen ist, oder auch Gesichtsmimikanalyse. All das nehmen wir und mittels Signalverarbeitung, maschinellem Lernen letztendlich diese ganzen Informationen, Signale, die man bekommt, überhaupt zu interpretieren. Und das ist deswegen dienlich, weil wir, das meinte ich dann auch, mit mentalen Nutzerzuständen überhaupt psychologische Konstrukte verstehen wollen. Das heißt, wir fokussieren primär auf die Aufmerksamkeit und die Konzentration des Menschen. Uns interessiert sehr stark die Belastung des Arbeitsgedächtnisses oder auch die Fehlererkennung, die man nutzt. Zum Beispiel kann man auch die Fehlererkennung dahingehend nutzen in der Wahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel einen eigenen Fehler mache oder ich observiere einen Fehler, kann man dementsprechend auch Hirnaktivität nutzen. Wo man das alles einsetzt, zeige ich gleich nur. Es ist jetzt vielleicht noch im Moment ein bisschen abstrakt. Haben Sie hier Geduld. Und ich werde gleich auch zeigen, wo man diese ganzen Konstrukte auch in der Anwendung nutzt. Affekt und Emotion ist auch letztendlich ein spannender Bereich, der uns interessiert, weil es vor allem für die Mensch-Technik-Design, für das Mensch-Technik-Interaktion relevant ist und wie letztendlich Emotion und Kognition eigentlich zusammenhängt, die Interaktion dazwischen. Und letztendlich kann man es vereinfacht zusammenfassen, haben wir primär zwei Anwendungsgebiete. Das ist einerseits die Evaluation, die Verbesserung oder auch die Nutzerakzeptanz, Erforschung von Mensch-Maschinen-Schnittstellen, wie man diese entsprechend menschgerecht gestaltet. Und das andere sind emotions- und kognitionsadaptive Mensch-Maschinen-Systeme, also Assistenzsysteme, die nicht nur auf den Kontext reagieren können, sondern auch auf die mentalen Zustände des Menschen, also auf die Aufmerksamkeit des Menschen reagieren, auf das Stressniveau des Menschen reagieren können. Ich werde jetzt ein paar Anwendungsbeispiele nennen aus laufenden Forschungsprojekten, an denen wir gerade arbeiten. Deswegen werde ich jetzt hier nicht im Detail eingehen, sondern nur mal für Sie
zusammengefasst, was sind denn eigentlich die Anwendungsgebiete, mit denen wir uns aufhören? Das eine ist die interaktive Reinforcement Learning. Das heißt, wir schauen, wie wir die Mensch-Roboter-Kollaboration menschgerechter gestalten können. Wie wir das machen, werde ich gleich zeigen, einen Ansatz. Dann geht es uns primär darum, Methoden zu entwickeln, indem wir mentale Nutzerzustände während der naturalistischen Interaktion besser verstehen können. Das heißt, da ist primär der Methodenfortschritt, also wie wir diese psychologischen und neurowissenschaftlichen Methoden für die realen Nutzungskontexte entwickeln können. Und natürlich dann auch relevant für die Fahrzeuginteraktion. Ich werde gleich auch eher dann, sage ich mal, medizinisch angehauchte Mensch-Maschine-Schnittstellen präsentieren. Ein anderes Beispiel ist hier zum Beispiel kontextsensitive Kommunikationstechnologien, zum Beispiel für Menschen mit einer motorischen Beeinträchtigung, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder ALS-Patienten, Locked-In-Patienten, also die keinerlei motorische Aktivität mehr haben, sondern nur noch im Prinzip leichte Muskelaktivität haben und Hirnaktivität nutzen können. Und ein anderer Bereich, da werde ich nicht drauf eingehen, ich werde die drei ersten eher zeigen. Ich werde es hier ganz kurz sagen, das sind gerade auch zwei aktuell laufende Forschungsprojekte, das ist ein spannender Bereich, wo wir dann auch schauen können, wie können wir Virtual Reality nutzen, um zum Beispiel Menschen mit Autismus zum Beispiel die Gelegenheit geben können, Emotionen der anderen Person zu identifizieren oder die Person gegenüber besser zu verstehen. Das heißt, wir wollen Szenarien entwickeln, in denen zum Beispiel Menschen mit Autismus auch lernen können, die Emotionen der anderen gegenüber zu verstehen. Und das machen wir sowohl mit taktilen Schnittstellen als auch mit neuroadaptiven Schnittstellen. Das heißt, wir wollen erlebbar machen eigentlich, was in dem Menschen vorgeht und dem das gegenüberspiegeln, um so zum Beispiel dann auch für eine Reflexivität und auch die Fähigkeit zu fördern, Emotionen von anderen lesen zu können und die Emotionen verstehen zu können im Bereich der Autismus, zum Beispiel bei Menschen mit Autismus. Hier, das ist, denke ich, ganz schön zusammengefasst in dem Video. Lassen Sie sich einfach jetzt mal drauf ein, um was es denn in dem Projekt hier kontextsensitive Kommunikationstechnologien geht. Rund 16.000 Wörter am Tag lassen uns Wünsche äußern, Informationen weitergeben, Emotionen ausdrücken und mit Gleichgesinnten über Erlebnisse austauschen. Kommunikation lässt uns am Leben teilhaben. Aber was, wenn die Teilhabe am Leben eine Abhängigkeit von moderner Technologie bedeutet? Menschen mit schweren motorischen Einschränkungen, zum Beispiel bei fortgeschrittener ALS, Multipler Sklerose oder schweren Körperbehinderungen, können nur über Blickbewegungen eine Kommunikationshilfe oder einen Computer steuern. Heute gibt es verschiedene Kommunikationshilfen auf dem Markt, die mit Eye-Tracking, also einer Augensteuerung, arbeiten. Die Eingabemethode ist jedoch oftmals sehr langsam und eine flüssige und schnelle Teilnahme an Gesprächen ist kaum möglich. Und genau hier setzt Kontakt an. Mit unserem Sprachcomputer können die Anwender mit einem wesentlich schnelleren User-Interface ihre Texte eingeben, weil das User-Interface auf kurze Wege optimiert ist. Und wir bieten kontextsensitive Wort- und Satzvorschläge, die aus den aktuellen Gesprächen stammen, damit die Nutzer schneller und flüssiger besprechen können. Kontextsensitive Wort- und Satzvorschläge. Also eine Technologie, die mehr kann, als nur per Augensteuerung eingegebene Worte wiederzugeben, die die Umgebung und Inhalte einbindet und nutzt. Wie aber funktioniert das? Deutlich besser als vorher. Und so könnte es was werden. Unser Gerät erfasst mit mehreren Sensoren das Gesprächsumfeld, zum Beispiel mit Mikrofon, was die anderen sagen, oder mit Kamera, welche Objekte hier in Umgebung sind. Oder wenn das Gesprächspartner einer bekannt ist, wir können auch das erkennen. Und all diese Informationen verarbeiten wir in einem KI-basierten Sprachmodell und generieren damit kontextsensitive Wort- und Satzvorschläge für die Anwender. Kontakt für eine selbstbestimmte Teilhabe am Leben. Katze ist auch immer mit dabei. Sie haben hier jetzt gesehen, warum wir uns eigentlich auch mit Eye-Tracking, mit Augenbewegungen befassen. Und zwar einfach nur vom Kontext her, warum Augenbewegungen, das ist hier im Bereich ALS oder Locked-In-Patienten, also nicht komplett Locked-In, da geht keinerlei Muskelaktivität mehr. Du kennst vielleicht schon das bekannteste Beispiel Stephen Hawking, der konnte noch eine Muskel nutzen am Auge hier, beziehungsweise den hier. Den konnte der nutzen. Und hier die Patientinnen, die können auch noch die Augen nutzen. Und warum man hier flüssiger und kontextsensitiver vorgehen will, ist, weil eine augenkontrollierte Kommunikation sehr, sehr aufmerksamkeitsfordernd ist. Das heißt, es ist sehr, sehr ermüdend. Das heißt, sie können nur ein paar Minuten die Augen fokussiert nutzen, um da überhaupt das Keyboard, also
zu benutzen, was Sie da gesehen haben. Wir wollen hier eine flüssigere Interaktion auch ermöglichen durch Informationen, die wir integrieren aus der Sprachkontext, also das, was besprochen wird, oder auch aus dem Sichtfeld, das heißt das, was die Person letztendlich sieht, über Kamera. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel jetzt hier, wo wir uns eher primär um Methoden kümmern, das heißt, wie können wir Sensoren nutzen und letztendlich dann über maschinelles Lernen auch physiologisches Monitoring zum Beispiel für Fahrerzustandserkennung zu realisieren. Das heißt, der Hintergrund ist der, dass natürlich die primäre Entwicklung im Bereich des automatisierten Fahrens eher an Sensortechnologien ist, die den Umfeld, das heißt, das Äußere des Fahrzeugs berücksichtigt. Also das heißt, es wird gar nicht danach geschaut, was eigentlich im Innern des Fahrzeugs vorgeht und was denn eigentlich teilautomatisiertes oder vollautomatisiertes Fahren mit den Menschen macht. Das heißt, es ist relevant, hier auch zu gucken, wie können wir eigentlich den Fahrerzustand besser verstehen. Und hier geht es letztendlich darum, auch zu gucken, wie können wir Methoden möglichst sehr schnell und zeitgenau dann auch nutzen, um zum Beispiel hier die Belastung des Arbeitsgedächtnisses oder auch mentaler Stress zu identifizieren. Wir haben jetzt hier einen Sensor verwendet. Das ist hier, mal sehen, das sind hier Sensoren, die bringt man einfach hier an die Finger an und kann die Schweißbildung der Haut messen. Das ist ein Indikator für die physiologische Aktivierung, also Arousal auch genannt. Das heißt, bin ich aktiviert oder werde ich eher runtergefahren? Das peripher physiologische System wird hoch aktiviert oder eher entspannt runtergefahren. Und uns interessiert, wie viele unterschiedliche Stresszustände können wir denn eigentlich identifizieren? Wir haben zum Glück bei uns natürlich am IAO auch einen immersiven Fahrsimulator. Jetzt hier, wir jetzt keine Werbung für irgendeinen Fahrzeughersteller machen. Die einen oder anderen werden es vielleicht erkennen. Kommen natürlich aus dem Schwabenländle hier in Stuttgart. Dann wird es vielleicht dann auch dem einen oder anderen bekannt sein. Aber hier das Coole ist natürlich, wir haben hier eine Immersivität. Das heißt, wir haben einen 360, also 360 Grad wirklich Simulation. Man kann hier auch das Fahrgefühl und auch wirklich dann letztendlich, wie es auf der Straße anfühlt, sehr gut immersiv simulieren. Und was wir gemacht haben, wir haben kontrolliertes Experiment gemacht, automatisiert, teilautomatisiert am Abend, das Switching auch zwischen den verschiedenen Zuständen, haben dann auch geguckt, wie können wir Primär- und Sekundäraufgaben voneinander unterscheiden, um hier mal ein Gefühl zu bekommen, so ein Snapshot, was da gemacht wurde, zum Beispiel relaxed hier auf dem Parkplatz oder hier auf der Autobahn zu fahren bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und so weiter. Und das heißt, wir haben hier unterschiedliche Situationen induziert. Für Sie jetzt relevant, wir haben drei verschiedene Stresssituationen so induziert und waren daran interessiert, wie können wir maschinelles Lernen nutzen, um letztendlich diese drei Zustände zu klassifizieren, über Supervised Learning letztendlich das dann auch zu klassifizieren. Lange Rede, kurzer Sinn, hier sind ein paar Modelle, die wir dann getestet haben. Ich möchte auch hier dafür plädieren, der einen oder anderen, die sich vielleicht mit maschinellem Lernen befassen, kommen dann auch mit, dass der Hype von Deep Learning und so weiter. Hier ist es zum Beispiel so, Deep Learning hat nicht am besten funktioniert, sondern eher AutoML für die, die da ein bisschen basierter sind. Und hier dann auch zum Beispiel andere Methoden, eher einfachere Methoden auch aus dem maschinellen Lernen, die hier zum Erfolg kommen. Das heißt, man kann hier mit einer sehr guten Güte hier zum Beispiel über 70% drei Klassen unterscheiden. Für die einen oder anderen Chance Level bei drei Klassen wäre ungefähr bei 30%. Das heißt, man hat hier schon eine sehr gute Sicherheit, um dann hier dann auch letztendlich Stress zu identifizieren, ohne den Menschen irgendwie zu stören. Das heißt, während der Autofahrt, wie es hier gemacht wurde, zu identifizieren. Der Next Level, den wir jetzt anstreben, auch bei unserem Institut, ist hier zum Beispiel, wir nennen es das Wizard of Oz-Fahrzeug. Wizard of Oz ist bestimmt für viele bekannt. Ja? Er hat ja immer ein bisschen Schau gemacht, hat dann auch dann so ein bisschen was im Hintergrund simuliert. Das machen wir hier genauso. Wir wollen auf die Straße, das heißt, wir wollen nicht mehr in dem Fahrsimulator arbeiten, sondern haben jetzt hier die Möglichkeit, in einem Fahrzeug das zu simulieren, also vollautomatisiertes Fahren und auch das Wechsel zu simulieren. Eine Person hier hinten ist der Wizard, der fährt letztendlich und man hat hier, sonst käme man in Deutschland nicht auf die Straße, noch einen Sicherheitsfahrer, der letztendlich eingreift, der hockt neben der Person. Aber hier ist letztendlich so, die zu nutzende Person hockt dann hier und wir können hier dann letztendlich verschiedene Szenarien auch evaluieren. Es ist so die nächste Stufe sozusagen der Immersivität, die wir jetzt angehen. Der letzte Bereich, den ich jetzt gerne noch vorstellen würde und damit werde ich dann auch schließen, so aus den Anwendungsbeispielen, ist interaktives Reinforcement Learning. Was heißt das eigentlich? Um ein bisschen so eine Motivation auch zu liefern, was uns da inspiriert und was uns da auch antreibt, habe ich jetzt hier mal aus dem Bereich der kognitiven Neurochirurgie oder auch kognitiven Endoskopie, also kognitive Robotik, dann auch mal mitgebracht. Ich denke, Andreas wird vielleicht auch nachher drauf eingehen, wenn es um physische Roboter geht. Letztendlich müssen Sie sich so vorstellen, der Operateur, der arbeitet jetzt hier im Bereich des Abdomen, ja, möchte hier gerne eine Operation durchführen. Man sieht das hier dann auch, letztendlich mit einer Endoskopie. Und letztendlich muss er diese beiden Teile hier gleichzeitig nutzen.
Hier ist es natürlich relevant, dass der Operateur oder die Operateurin sich auf das Zielobjekt fokussieren kann und letztendlich dann auch durch einen Roboter eine Unterstützung bekommen kann, zum Beispiel Material nenne ich es jetzt mal, Organe, die nicht relevant sind, dass die zum Beispiel vom Roboter zur Seite gehoben werden können, einfach nur eine Haltefunktion durchgeführt werden kann, damit der Operateur zielgenau an den Punkt kommen kann. Würde letztendlich die kognitive Belastung, die Belastung des Arbeitsgedächtnisses extrem runter reduzieren. Man muss nicht zwei Aufgaben gleichzeitig machen, sondern kann sich voll auf die Primäraufgabe fokussieren. Es wird natürlich jetzt erstmal nur in Simulationsumgebungen getestet momentan. Ja, man hat hier so einen handelsüblichen KUGA-Roboter mal hier im Endoskop ausgestattet. Und letztendlich erkennt er natürlich nur die Umgebung. Computer Vision wird genutzt. Und letztendlich das große Problem momentan bei diesen Szenarien ist, Roboter lernen in Isolation. Sie lernen eigentlich ohne den Menschen. Eigentlich ist es relevant zu schauen, wie können wir eigentlich Szenarien gestalten, in denen der Roboter gleichzeitig lernt, wenn der Mensch mit ihm interagiert. Das heißt, wir wollen interaktives Reinforcement Learning realisieren, dass der Mensch auch Input geben kann, was letztendlich ein gutes Verhalten, was ist ein schlechtes Verhalten und so die Maschine lernen kann direkt vom Menschen in der Interaktion, um personalisierter das machen zu können. Und deswegen interessieren wir uns hier für implizite Methoden. Das heißt, wir wollen den Menschen quasi mit physiologischen Signalen quasi die Aufmerksamkeit oder Fehlererkennung nutzen, um das abzugreifen. Ich habe es hier zusammengefasst nochmal, dass das Problem, was ich meinte, ist Isolation. Und man kann durch standardisiertes Reinforcement Learning kein unmittelbares Feedback während der Interaktion geben. Unsere Idee ist, dass wir letztendlich sagen, wir bedienen uns hier einer Technologie aus der kognitiven Neurowissenschaft, Brain-Computer-Interfaces, um während der Interaktion Hirnsignale zu interpretieren und diese Signale letztendlich nutzen zu können, damit ein Algorithmus im Hintergrund lernen kann, sich dem Menschen anzupassen. Das heißt, wir wollen hier, ich zeige gleich, welches Hirnsignal wir da auch nutzen, das dann in die Interaktion einbringen. Und die Ziele, die wir jetzt formuliert haben, und es sind gerade aktuell mehrere laufende Forschungsprojekte dazu, letztendlich können wir eine kontinuierliche Feedback-Funktion aus dem EEG abgreifen, um zum Beispiel Kritik zu äußern. Was ist gut, was ist schlecht? Wir gucken natürlich auch, wie ist die Praktikabilität hinsichtlich des EEGs. Viele kennen das EEG. Es ist eine Haube, die man sich aufsieht. Da nutzt man auch noch Gel. Wir sind aber eher daran interessiert, auch zu sagen, wie kann man zum Beispiel ein Trocken-EEG nutzen? Und wie ist da mit der Signalgüte und wie gut kann man das verwenden? Und letztendlich für uns ein Proof of Concept, das nennen wir Human-Guided Reinforcement Learning, da auch zu zeigen, dass das funktioniert. Wir sind momentan in Simulationsumgebungen, die wir das zeigen. Für uns die Perspektive, und da arbeiten wir natürlich auch als Fraunhofer unmittelbar mit der Industrie zusammen und dann auch Anwendungsmöglichkeiten zu geben, ist natürlich, dass man so zum Beispiel personalisierte Trust Zones, also Sicherheitszonen, abdecken kann. Weil momentan ist es tatsächlich so, eine Trust Zone, die wird eher approximiert, ja, und man hat möglicherweise dann riesen Gitter noch drum. Das heißt, die Maschine kann gar nicht wirklich mit dem Menschen richtig interagieren. In dem Fall ist es aber relevant, ja, diesen meistens in Käfigen, sage ich mal, wenn man das Produktionskontext als Beispiel nimmt. Wo wir auch Potenzial sehen, das ist aber eher als Übergangslösung, ist in der Sprach- oder Gestikerkennung. Momentan kann man das nutzen, aber da sind falsch positive Antworten meistens drin. Das heißt, die jetzt entweder Sprach- oder Gestikinteraktion benötigen immer noch eine zusätzliche Konformität. Das heißt, man würde zwar ein Signal, ein Kommando äußern und sagt, mach bitte diese oder jene Aufgabe, aber es wird immer noch die Frage gestellt, bist du dir wirklich sicher? Und das ist diese Konformität, weil halt natürlich Ausfallrisiko, falsch positive Klassifikationen vermeiden werden. Mit einem Gehirn-Computer-Schnittstelle könnte man das auch vermeiden, weil man letztendlich, wenn die Maschine einen Fehler gemacht hat, das dann auch nutzen könnte. Was meine ich damit eigentlich mit dem Hirnsignal, was man da nutzt? Wir gehen folgendermaßen vor. Es ist ein dreistufiges Verfahren. Das heißt, wir trainieren zuerst ein Brain-Computer-Interface. Das muss man sich klassischerweise so vorstellen, dass man auch einen maschinellen Lernalgorithmus kalibrieren muss. Es läuft über Supervised Learning, das heißt, man greift Hirnsignale ab, trainiert, kann man jetzt über ein neuronales Netz machen, aber auch andere maschinelle Lernmethoden, um hier eine automatische Fehlererkennung durchzuführen. Ich zeige es gleich, was ich mit Fehlererkennung eigentlich meine, das ist die Fähigkeit des Menschen zu beurteilen, ob ein Fehler gemacht wurde oder nicht. Letztendlich, was wir dann die Idee formuliert haben, ist, dass wir eine Human Feedback Policy, also eine Policy, die letztendlich in Reinforcement Learning Aktivitäten durchführt, die aber Menschen inspiriert sind. Das heißt, wir trainieren nochmal durch das Brain-Computer-Interface ein neues neuronales Netz. Es ist ein sehr schlankes neuronales Netz mit Input und Output in einer Hidden Layer, also gar nicht komplex, um letztendlich hier dann quasi als Agent zu fungieren. Aber der Agent als Repräsentant des Menschen ist also
nach dem menschlichen Feedback quasi das durchführen würde. Und das macht man, indem der Mensch hier zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten des Roboters nur anschaut und implizit quasi nur denkt, ist es korrekt oder inkorrekt. Und dadurch können wir eine Human Feedback Policy trainieren. Und das machen wir dann letztendlich und die nutzen wir in einem Reinforcement Learning Algorithmus. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass ein Reinforcement Learning Agent hier agieren würde, ja, ein Algorithmus würde agieren in einer Umgebung und den tun wir letztendlich ersetzen erstmal durch den Menschen. Das heißt, wir wollen am Anfang, man hat in dem Reinforcement Learning immer die Balance zwischen, wie viel exploriere ich aus der Umgebung und wie viel nutze ich eigentlich am gewonnenen Wissen. Und das bringen wir hier rein. Das heißt, wir guiden quasi am Anfang durch die menschliche Feedback Policy die Exploration, was das Lernen beschleunigt, so ist die Annahme. Und letztendlich nehmen wir diese Human Feedback Policy nach und nach weg und der Algorithmus hat dann ein eigenständiges Modell erlernt, das ist dann die RL Agent hier, die dann die Tätigkeit durchführt. Das heißt, wir nehmen quasi diese Human Feedback Policy als Start oder als Katalysator, um den Lernprozess anzustoßen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, wo wir das in sehr kontrollierten Simulationsumgebungen gemacht haben. Das ist eine ganz einfache Aufgabe, die wir hier simuliert haben. Ein Roboter soll jetzt hier einfach in dieses gelbe Objekt von A nach B manövrieren und muss das möglichst zielgenau machen, den schnellsten Weg finden. Ja, das manövriert sich jetzt hier in diesem Environment durch. Wir haben hier natürlich dann noch das Problem eingebaut, dass eine Mauer vorhanden ist. Das heißt, er soll Kollision vermeiden. Sieht jetzt erstmal prinzipiell sehr einfach aus, denken die meisten jetzt. Warum braucht ein Algorithmus so lange? Ein Algorithmus, um da zielgeführt zu arbeiten und das dann durchzuführen, würde 24 Stunden ungefähr momentan State-of-the-Art Deep Reinforcement Learning das machen. Das liegt daran, weil die Umgebung kein Feedback gibt. Die Umgebung ist sozusagen sparse. Ja, das ist eine Umgebung, wo keinerlei Feedback vorhanden ist. Man hat immer nur negativ, negativ, negativ. Und da macht es Sinn, dass man in solchen Umgebungen, wo wenig Feedback vorhanden ist, was man aus der Umgebung gestaltet, klassischerweise Reinforcement Learning, auch als Kontext sollte man wissen, dass das in Spielen sehr gut funktioniert. Spiele geben Feedback natürlich, ja, gewonnene Punkte und so weiter. Aber hier in der realen Situation hat man das nicht. Das einzige Feedback, was man hätte, wäre, wenn der Roboter kollidiert. Das will man aber vermeiden. Das ist ganz, ganz kritisches Feedback, was man kriegt. Und das einzige Feedback, was man tatsächlich bekommt, ist, wenn er das Ziel erreicht. Das heißt, dann muss man hier früher von A nach B, von hier nach da, also den Klotz hier draufzustellen. Das ist das Ziel. Und das ist das einzige Feedback, das positive Feedback, was man hier bekommt. Was wir jetzt machen, man sieht hier auch, die aufmerksamen Beobachter von euch haben jetzt gesehen, dass hier Pfeile drauf sind. Die Pfeile repräsentieren den kürzesten Weg, der gegangen werden kann. Und das ist das, was auch der Mensch letztendlich beurteilt. Ist es konform dem kürzesten Weg oder nicht? Das heißt, wir nutzen hier ein Hirnsignal, was uns ein positives oder negatives Verhalten des Roboters wiedergibt. Das heißt, das ist das sogenannte Fehlerpotenzial im Gehirn, was wir nutzen. Rot sehen Sie, wenn der Roboter jetzt quasi von meiner erwarteten kürzesten Weg abweicht, dann würde man das erkennen. Bleibt der Roboter quasi auf der Linie, sieht man eher solche schwarzen Linien. Das ist eine sehr idealisierte, was man jetzt hier sieht. Das ist ein Mittelwert über mehrere Probanden von mehreren einzelnen Schritten. Letztendlich kann man aber einen Algorithmus kalibrieren, um letztendlich diese Fehler von diesem gemachten Roboter zu identifizieren. Sie glauben mir jetzt, dass das gut funktioniert mit über 90%. Wir haben hier verschiedene Algorithmen getestet und wir haben letztendlich gezeigt, dass das wesentlich schneller funktioniert, als wenn man es jetzt explizit macht und auch ohne die Human Feedback Policy. Das ist dieses RL-Sparse hier, das lernt wesentlich langsamer. Hier zum Vergleich, wir haben es einfach mal auch hier einen Algorithmus trainiert, mit einer expliziten Eingabe, weil man könnte ja auch sagen, ja, kann ich ja das Keyboard nutzen, immer sagen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Haben wir auch gemacht. Das ist diese blaue Linie. Letztendlich gibt das hier einen Indikator, das ist ein normalisierter Wert. Der gibt den kürzesten Weg an, abhängig von den gegangenen Schritten. Natürlich lernt eine explizite Eingabe am Anfang schneller, aber ist nicht effizient. Die Schritte, die gegangen werden, sind wesentlich länger. Und er kommt im Plateau. Und letztendlich am Ende, wenn man es lange genug durchrechnet, sind alle hier, die jetzt letztendlich hier eine Human Feedback Policy nutzen, wesentlich besser und wesentlich schneller. Sie kommen auch nicht in ein lokales Minimum rein. Ja, sie können wesentlich schneller lernen. Und das sind jetzt hier, diese Sachen, die jetzt hier sind, sind unterschiedliche Klassifikationsgenauigkeiten von einem Brain-Computer-Interface. Also wie gut können wir diese Fehler klassifizieren, ja oder nein. Und letztendlich sind die alle ähnlich, egal ob man gut oder schlechten Fehler
klassifizieren kann. Man kann das Wissen nutzen, um letztendlich hier das Lernen zu beschleunigen. Ich möchte jetzt abschließen und noch ein bisschen was nachher für die Diskussion dann auch so parat zu haben, wo man gerne dann auch natürlich nochmal diskutieren können, um auch nochmal den Griff auf den Anfang zu nehmen, was Automatisierung oder auch künstliche Intelligenz macht. Letztendlich gibt es natürlich Forschungsvorhaben oder auch Bestrebungen aus der EU, die dann letztendlich Human-Centered AI definiert haben. Die haben jetzt hier 5 Schwerpunkte definiert. Letztendlich halten wir uns in diesem Bereich hier kollaborative Interaktion oder auch integrative Technologien auf. Was heißt das? Also ich möchte jetzt mal sagen, ich möchte mal einen Claim stellen und sagen, letztendlich künstliche Intelligenz wird so sein, dass in Zukunft wesentlich unsere Arbeit verändern wird und natürlich die auch wesentlich anreichern wird, ja, mit Technologien. Die Frage ist natürlich, was macht das mit uns? Und letztendlich auch in unserem alltäglichen Leben integriert wird. Was sind letztendlich die Schwerpunkte, die man angehen sollte oder auch die Hürden, die man eigentlich machen sollte? Für mich ist Ethik ein relevanter Aspekt hier und Ethik sollte auch als Innovation verstanden haben. Oft wird Ethik eher als Hindernis betrachtet, weil das eigentlich das nicht beschleunigt, aber das muss man eher anders denken, das ist meine Auffassung. Ethik kann auch als Treiber dienlich sein, Innovation anzutreiben. Letztendlich geht es da auch darum zu gucken, nicht nur wir machen Technologien, weil wir es können und Technologien, sondern so zu gestalten, dass sie sozial akzeptabel sind, dass sie gesellschaftsförderlich sind und letztendlich auch selbstlernende Systeme so gestalten, dass sie uns auch eher, ich nenne es jetzt mal, dienlich sind und nicht sich verselbstständigen, wie oft vielleicht der Horror Szenario skizziert wird. Ja. Ethik ist da sehr relevant. Und letztendlich kann man natürlich soziotechnische Systeme gestalten, die lernförderlich sind, auch für den Menschen. Der letzte Claim, den ich hier propagiere, ist natürlich, dass wir in einer sehr engeren Partnerschaft mit Technologien interagieren werden. Embodied oder kognitive Technologien, sie fordern natürlich mehr unsere kognitiven Apparate. Letztendlich ist das die Frage auch, wie sehr sollen sie uns fordern? Eigentlich nicht. Eigentlich sollte Technik intuitiv sein. Und deswegen ist es natürlich auch so, die Basis für den Erfolg ist eher dann auch Technik so zu gestalten, dass sie den Menschen nicht hindert, sondern eher förderlich ist. Das heißt, sensitive Technologien zu nutzen, die für ein gegenseitiges Verständnis. Verständnis ist hier in Klammern natürlich. Ein Verständnis kann eine KI oder ein maschinelles Lernen haben. Sie kann nur Dinge erkennen, wo ich es gerade gesagt habe, zum Beispiel die mentalen Nutzerzustände zu berücksichtigen. Und natürlich ist es relevant, welche Rolle automatisierte Systeme haben, welche Rolle hat der Mensch, diesen klar zu definieren, wie sollte man definieren. Anwendungsbeispiele sind divers, ich habe einige genannt, ich habe es jetzt hier nochmal zusammengefasst, kann man auch hier in dem Paper gerne auch nachlesen für den einen oder anderen, der sich interessiert. Und schließe jetzt mit der Zusammenfassung, dass menschzentrierte künstliche Intelligenz relevant ist, Technologien letztendlich so gestaltet werden können, dass sie nach den Fähigkeiten des Menschen schauen, die Bedürfnisse berücksichtigen. Symbiotische Technologien, meiner Meinung nach, wird empathische Interaktion oder auch erweiterte Technologien an Relevanz für die Mensch-Technik-Interaktion gewinnen. Damit müssen wir uns befassen, sollten wir uns befassen. Und letztendlich, meiner Meinung nach, natürlich sensitive Technologien aus den Neurowissenschaften können genutzt werden, um akzeptable, um sichere und auch wirklich lernförderliche und dem Wohlbefinden dienliche Interaktionen mit intelligenten Maschinen zu produzieren. Lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Nachdem wir nun den sehr interessanten Vortrag von Vukelic gehört haben, ist unser zweiter Referent dran, Professor für Mensch- und Maschinenschnittstellen, Andreas Muxel von der Hochschule Augsburg. Things Lab, welches sich mit den neuesten Innovationen und Ideen im Bereich Schnittstelle Mensch-Maschine beschäftigt. Dort testen Sie diese neuen Ideen und erforschen auch, wie zum Beispiel, welchen Einfluss die Wahrnehmung einer Maschine als lebendig auf das Nutzerverhalten der Probanden hatte. Ja, dann würde ich sagen, starten wir schon mal. Ja, erstmal guten Abend und nochmal vielen Dank für die Einladung, Laszlo. Und auch danke an den Vorredner, Matthias. Hochinteressant, ich freue mich auch schon auf die Diskussion im Anschluss. Genau, das Thema heute ist ja, werden kluge Maschinen ein Teil von uns? Da müssen wir vielleicht mal anfangen, was sind kluge Maschinen? Das kann ich aber auf die Schnelle so nicht beantworten, können wir vielleicht später diskutieren.
Auf alle Fälle merken wir, dass Maschinen schon sehr stark Einzug in unseren Alltag nehmen und uns auch beeinflussen, auch unser Verhalten beeinflussen. Und ich werde versuchen, so meine Position heute anhand von einer kurzen Einführung in ein bestimmtes Thema, was ich gleich vorstelle, erzählen. Und hinten raus werde ich nochmal eine praktische Anwendung zeigen, die in unserem Labor entstanden ist. Was meine ich mit unserem Labor? Ich bin hier in der Fakultät Gestaltung und leite dort das Hybrid Things Lab. Im Lab erforschen wir die körperliche Interaktion von Mensch und abstrakter Maschine. Und das Labor hat eben einen starken Fokus eben auf dieser physischen, körperlichen Interaktion mit technischen Dingen. Und wieso hybrid? Das sind Dinge zwischen dem physischen, nicht physischen, Dinge zwischen dem rationalen, berechenbaren und aber auch dem irrationalen und vielleicht sogar magischen. So. Und zum einen untersuchen wir Technologie als eine Erweiterung, als eine Verstärkung von unserem Körper und aber auch Technologie, was passiert, wenn Technologie was Aktives wird, was gegenüber wird. Und da erzähle ich konkret anhand von, ich nenne es jetzt mal robotische Dinge. Ob das dann wirklich so klassische Roboter sind, weiß ich nicht. Aber ich sage mal robotische Dinge. Und im Labor wollen wir auch eine alternative oder alternative Perspektiven anbieten, um den Dialog zwischen Mensch und abstrakter Maschine zu unterstützen. Und eben auch die Frage untersuchen, was machen diese Maschinen mit uns? Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen, so die Entwicklung von Technologie und auch dann konkreter so das Verhältnis auch von Mensch und Maschine, so war vielleicht früher die Rollenverteilung relativ klar. Der Mensch ist der, der handelt. Und die Maschine ist die, die zu funktionieren hat. Und jetzt erleben wir aber immer mehr, dass wir eben mit diesen Dingen anfangen, mit zu funktionieren und diese mit uns anfangen zu handeln. Und das heißt, Technologie wird zunehmend eigenständig und tritt uns aktiv entgegen. Und ehemals passive Werkzeuge entwickeln auch ein Eigenleben, mit dem wir erstmal umgehen müssen. Das heißt, Maschinen beginnen uns zu antizipieren, haben wir gerade vorher auch schon gesehen, und treffen auch autonome Entscheidungen. Und sie interagieren eben aktiv mit uns. Und in dieser Interaktion schreiben wir diesen Dingen beinahe oft schon so menschliche Eigenschaften und Bedürfnisse zu. Wir werden es dann gleich auch erleben. Wir müssen aber noch immer akzeptieren, dass eben diese Maschine etwas anderes ist. Das ist kein Mensch, das ist was anderes. Weil zum einen, ganz einfach, ein technisches System folgt einem rationalen Verständnis. Also sie funktionieren und agieren auf formal beschreibbaren Regelwerken oder Algorithmen. Meistens sind sie auch recht trivial und in ihrem Verhalten immer noch recht deterministisch, also absehbar. Unser Handeln folgt nicht immer logischen Regeln. Wir sind zum Glück nur bedingt berechenbar und wir sind auch sehr gut darin, noch Unbekanntes zu produzieren, also kreativ zu sein. Und in dieser Begegnung mit der Maschine clasht es meistens erstmal, weil wir eben doch unterschiedlich sind. Und wenn nun Technik autonomer und eben proaktiver wird und in unsere Lebenswelt eindringt, verändert sich auch unsere Beziehung zu ihr. Neue Rollen müssen erst verhandelt werden. Und in der aktuellen dritten Welle eines Hypes von Künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernen könnte man meinen, einzelne Maschinen mittlerweile schon ziemlich gut, die verstehen uns total gut, die wissen, was wir wollen. In der Realität erleben wir aber, dass es genau anders ist. Ich zeige auch gleich ein Beispiel. Und das haben wir letztes Semester auch untersucht, zusammen mit Studierenden hier an der Hochschule Augsburg in Kollaboration mit dem Experience and Interaction Design, mit der Experience and Interaction Design Group der Universität Siegen von Professor Marc Hassensaal. Und in der ersten Phase haben Studierende diese Begegnungen mit technischen Systemen beobachtet. Unter anderem ein Student, der Dorian Spiegelhauer, hat sich mal den Sprachassistent von BMW, Hey BMW, angeschaut. Und ich zeige kurz einen Film und ich hoffe, der Ton geht. Hey BMW. Da bin ich. Spiel Billie Eilish. Könntest du das wiederholen? Spiel Billie Eilish. Bitte wiederhole deine Eingabe oder sag Hilfe. Spiel Billie Eilish. Ich habe dich wieder nicht verstanden. Vielleicht können dir diese Beispielkommandos weiterhelfen. Spiel Billie Eilish. Hier kannst du die Fahrzeugdaten zurücksetzen. Bitte fahre hier mit manueller Bedienung fort. Also klappt wunderbar mit der Technik.
was wir auch sehen, ist, wir passen uns sofort der Technik an. Also wir versuchen dann, die richtigen Kommandos zu geben. Wir suchen vielleicht auch erstmal den Fehler immer bei uns, nie bei der Technik. Es gibt auch ein tatsächliches Beispiel beim Taschenrechner. Wenn ich beim Taschenrechner eine Eingabe mache und hinten raus ein Ergebnis kriege und ich weiß, das Ergebnis ist falsch, werde ich nie anfangen, einen Fehler beim Taschenrechner zu suchen, sondern immer bei mir. Und das heißt, diese Systeme stoßen noch immer an ihre Grenzen. Und jetzt wäre natürlich immer die Frage, das werden wir heute nicht beantworten. Ich bin tatsächlich da auch bedingt Experte. Aber eben auch die Frage, was heißt denn eigentlich künstliche Intelligenz? Beziehungsweise dann die spannende Frage, welche Bilder kommen uns hier in den Kopf, wenn wir diesen Begriff künstliche Intelligenz hören? Ich habe es dann gestern Abend so gemacht, ich habe einfach mal bei einer bekannten Suchmaschine diesen Begriff künstliche Intelligenz eingegeben und das sind so die ersten Bildergebnisse, die zurückkommen. Und was sehen wir da? Wir sehen einmal oft so ein abstrahiertes menschliches Gehirn, weil irgendwie vergleichen wir das doch mit uns, mit so die KI als eine Art von menschlichem Gehirn. Und sehen daneben irgendwie meistens so Schaltkreise oder so netzartige Strukturen. Was wir auch sehen, ist es meistens sehr blau, sehr kühl, sehr technisch. Also ich sehe keine Wärme in diesen Bildern oder nur bedingt. Und oft sehen wir auch, und da wird es eben interessant, weil wir haben ja eigentlich, was ist denn das Bild von KI? Ich kann es nicht beantworten, aber was halt gemacht wird, es wird meistens so ein weißer Roboter reingestellt. So. Der Roboter ist dann so quasi das Sinnbild für die KI. Und warum? Weil so ein Roboter können wir uns vorstellen, der hat vielleicht auch eine ähnliche Größe wie wir, der ist physisch da, den kann ich auch noch berühren. Und das hilft uns vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl von, was ist KI? Dann stellt man halt diesen Roboter hin. Und der ist meistens weiß. Also Sie können selber mal schauen. Das ist so die Bildästhetik von KI. So. Es gibt tatsächlich aus dem Designbereich, müsste ich nochmal raussuchen, aktuell so Bestrebungen, wie kommen wir weg von diesen Bildern? Weil die vermitteln ja nicht das, was es ist. Und was wären die Bilder? Das ist nämlich eine schwierige Frage tatsächlich. Ich will heute tatsächlich so einen Fokus ein bisschen auf diese Roboter legen, weil was ist spannend an dem Roboter? Ich habe es schon gesagt, der Roboter ist tatsächlich da in der physischen Welt. Ich kann hingehen, ich kann ihn berühren, der kann mich berühren. Wir leben in der gleichen Welt quasi. Und das macht es erstmal begreifbar für uns. Das heißt, was macht ein Roboter oder was kann ein Roboter? Der spürt und misst seine physische Umwelt über eine Sensorik, also als Eingabe. Er berechnet Entscheidungen auf Grundlage dieser sensorischen Informationen durch bestimmte Regelwerke, also Algorithmen oder auch KI-gestützte Verfahren. Und er reagiert auch wieder physisch auf seine Umwelt zurück. Durch eine Ausgabe, durch seine Motoren, Arme, was auch immer. Wenn wir jetzt mal schauen, was heißt das jetzt so zum Beispiel in der Industrie aktuell, Roboter? Hier ist es so, dass eigentlich dieser Roboterarm von einem bekannten Unternehmen hier aus der Region, dass dieser Roboterarm, der ganz klar, der folgt dem Abbild oder der versucht, diese menschliche Hand möglichst perfekt zu automatisieren. So, das ist so ein bisschen die Geschichte des Industrieroboters. Quasi der Mensch wird ersetzt. Der Roboter ist viel effizienter, der wird auch nie müde. So, und auch wichtig, der rebelliert auch nicht. So. Und das ist auch ganz interessant im Sinne der Wortbedeutung. Roboter heißt ja Zwangsarbeit, Knechtschaft. So. Interessant ist auch, links sehen wir ganz gut, da ist kein Mensch drin. Wir haben es schon gehört, da ist eben ein Käfig drumherum. Also das ist ursprünglich nicht vorgesehen, dass ich mit so einer Maschine arbeite, sondern die ersetzt mich ja. Das heißt, ich habe ja dann Zeit vielleicht für andere Dinge. Ich weiß es nicht. So, das ist so der Industrieroboter. Und dann erleben wir jetzt so die letzten Jahre so die Bestrebungen von kollaborativen Robotern, sogenannten Cobots. Und ich sage es bewusst, das ist erstmal so ein Wunsch und ein Versprechen von der Industrie, dass wir dann gemeinsam mit dem Roboter in enger Zusammenarbeit gemeinsam Aufgaben lösen können. In der Forschung wird viel gemacht. Tatsächlich für mich mal der Industriefall. Mich würde mal interessieren, wo ist das gute Beispiel, wo das wirklich funktioniert. So. Aber da können wir vielleicht im Anschluss mal drüber sprechen. Interessant ist ja auch, dass eben dieser Begriff Roboter wird ja das erste Mal 1920 in einem Theaterstück von Kabeck erwähnt. Als auch Robotik, Asimov kennt man. Das heißt, der Ursprung ist auch ein bisschen in der Science Fiction. So, nicht wahrscheinlich, kommt aus der Science Fiction, dieser Begriff. Und in der Science Fiction wird der Roboter vor allem als Maschinenmensch thematisiert, beziehungsweise als autonomes Maschinenwesen, das dem Menschen als Partner oder als Bedrohung gegenübersteht. Zum Beispiel der Terminator wäre die Bedrohung. Und hier ist es auch so, dass der Roboter dann weniger ein Werkzeug ist, sondern ein eigenständiges eben Maschinenwesen. Links sehen wir ganz bekannt R2-D2, C3-PO von Star Wars. Hier ist interessant auch das Erscheinungsbild.
Also einmal links das sehr Menschliche, das Humanoide. Und der kann ja auch reden. Der, glaube ich, C3PO ist das. Und der R2D2, der kleine Weiße, der schaut ja nicht mehr so aus wie ein Mensch. Und der kann auch nicht wirklich sprechen. Der macht nur so Geräusche. Und trotzdem, Sie kennen es ja aus dem Film, man hat trotzdem ein bisschen das Gefühl, ich verstehe, was der mir sagen will. So. Rechts das Roboter-Auto, Auto Knight Rider. Das hat mich als Kind sehr begleitet, war so meine Lieblingsserie. Ich fand da einfach super im Vorspann, war es mir schon Knight Rider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Das war ein Miteinander von Mensch und Maschine. So. Knight Rider hat eh schon viel vorgedacht. Da gab es ja auch dann die Smartwatch, wo er in Verbindung war mit seinem Auto. Das Auto ist auch schon selber gefahren. Das ist so ein bisschen das, was so quasi Science Fiction ist oder was wir aus Film und Fernsehen kennen. Dann in der Forschung, und da zeige ich jetzt wirklich bewusst Sachen, wo die Roboter als soziale Wesen eingesetzt werden. Links, also was wir da eben erleben, ist, dass diese robotischen Wesen Einzug in typisch menschliche Umgebungen, zum Beispiel unser Zuhause, halten und der Versuch unternommen wird, sie als ein soziales Ding zu integrieren. Links, Pepper, übrigens ganz interessant, wird nicht mehr hergestellt. Also wurde eingestellt, da ging ein großes Raunen durch die Forscherlandschaft, glaube ich jetzt, weil alle ganz, ganz viele mit diesem Roboter gearbeitet haben. Was sehen wir bei Pepper? Also der wird dann vor allem für zum Beispiel Assistenzrobotik oder auch in der Pflege eingesetzt. Der hat ein sehr anthropomorphes Erscheinungsbild. Also der hat ein menschenähnliches Aussehen, besitzt Augen, der kann auch sprechen. Spannend ist aber auch, wenn man, also ich versuche immer so Bilder auch zu beschreiben, was sehen wir? Wir sehen auch so ein Tablet. So. Und da kann man sich fragen, wieso brauche ich, jetzt hat er eh schon dieses menschliche Äußere, wieso braucht er noch dieses Tablet? So. Meine Vermutung ist einfach, dass es doch noch nicht so gut klappt und ich brauche so eine zusätzliche Schnittstelle vielleicht, um mit den Dingen dann zu kommunizieren. So ist es aber erstmal wahrscheinlich, ich weiß, es ist nicht so, aber es ist trotzdem verwunderlich, dass dieses Tablet da hängt, wenn es schon so ein wie Mensch sein soll. Auch rechts, aus meiner Sicht eher problematisch, Sophia von Hanson Robotics, ist quasi auch so ein sehr menschenähnliches Roboterwesen, was, mit dem man einen Dialog führen kann. Und das hat dann auch noch fast schon eine sehr gruselige Mimik, bewahrheitet auch so ein bisschen die These von einem Uncanny Valley. Also wir können das nicht mehr wirklich einordnen, was ist das. Da interessant ist, und vielleicht war das auch der Versuch, uns zu unterstützen, dass wir es noch als Technik verstehen, man zeigt die Technik doch noch hinten so. Dann sind wir vielleicht ein bisschen beruhigt, dann wissen wir, es ist doch nur ein Roboter. genau, das ist aber, da passiert es immer, ist die Schwierigkeit, wie ordnen wir das ein? Weil wir es noch nicht so ganz gewohnt sind. Was ist denn dieses Gegenüber? Und ja, und dann gibt es auch ganz konkrete Sachen, die wo wirklich versucht wird, das in unseren Haushalt zu holen. Also links war sehr bekannt Chibo, das war so ein sozialer Roboter von der Roboterforscherin Cynthia Priscille, quasi wie so eine Art Butler, der da ist, der mir zuhören kann, der sich auch bewegen kann, der auch noch so ein Display hat. An sich, was die Forscherin macht, ist sehr spannend und sie hat dann auch versucht, daraus eben Produkt zu machen und zu verkaufen. Interessant war da, das durfte nie in der EU verkauft werden, weil aufgrund von der EU-Datenschutz-Grundverordnung, weil da nicht so ganz klar war, wo die Daten dann da hinkommen und wo die liegen. Und dann aber jetzt, und da bin ich mal gespannt, ob es jetzt wirklich kommt, Amazon hat ja vor einigen Monaten, ich glaube im Herbst war das, angekündigt, den Astro-Roboter. Was ist Astro? Ist quasi Alexa auf Rädern. So, das heißt, der Roboter, der geht mit mir mit, der kann in jedes Zimmer mit rein, so, wird als ein niedliches Wesen verkauft, kriegt auch zwei Augen, ist immer gut, dann baut man schnell eine Beziehung zu dem Ding auf. Und ist ja klar, was Amazon da eigentlich will. Also ich kriege ja noch mehr Daten. genau. Was wir aber merken, ist in dieser Interaktion mit diesen Dingen, die werden so quasi sozialen Dingen, so, obwohl eigentlich technisch gesehen folgen die meist zuvor eingeschriebenen festen Regeln, die sie einfach abspielen. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung für diesen Vortrag heute gefunden, auch aus Stuttgart vom Max-Planck-Institut, und zwar den HGBot 3.0. Ich habe jetzt nicht mehr herausgefunden, was der HGBot 2.0 und 1.0 war. Ich glaube, die konnten noch ein bisschen weniger, aber der 3.0, da gibt es schon ein aktuelles Paper. In the Arms of a Robot Designing Autonomous Hugging Robots with Intra-Hug Gestures. Und in ihrem Forschungsvorhaben von den teilnehmenden Personen versuchen sie, im aktuellen Roboter beibringen, Umarmungen zu geben.
Und der Hagibot ist der erste vollständig autonome Umarmungsroboter in menschlicher Größe, der die Gesten des Benutzers erkennt, darauf reagiert, wenn dieser ihn umarmt. Und die ForscherInnen betonen aber, sie wollen nicht die menschliche Umarmung ersetzen. So. Und es ist ja klar, dass ein Menschenumarmen ist was anderes wie die Maschine. Aber spannend in der Studie, ich hätte jetzt gesagt, wenn ich das Bild sehe, so hätte ich jetzt erstmal ganz subjektiv gesagt, sehr befremdlich. Die Studie hat dann aber gezeigt, dass ein Großteil der Probandinnen von der Studie, dass er sich sehr positiv dabei gefühlt haben, diesen Roboter zu umarmen. Tatsächlich gab es nur zwei Probandinnen in der Studie, die gesagt haben, sie haben da große Schwierigkeiten damit, eine Maschine zu umarmen. Eine Vermutung war, und das war nicht nur eine Vermutung, sondern was erstmal herausgefunden wurde, dass die Menschen sehr lange diesen Roboter umarmt haben, im Durchschnitt zwischen 25 und 30 Sekunden. Und in einer späteren Befragung haben die auch gesagt, und da wird es jetzt auch, das ist auch was, was ich gerne auch diskutieren will, haben sie gesagt, sie haben sich fast wohler gefühlt, diesen Roboter zu umarmen, weil sie nicht das Gefühl hatten oder sie mussten sich keine Gedanken machen, ob die Umarmung zu lange ist und ob das vielleicht gegenüber dem, wenn es ein Mensch wäre, vielleicht sogar zu viel wird oder unangenehm ist. Also diese, das war nicht da so. Und das war erstmal interessant zu lesen so. Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, ja, soll der Roboter überhaupt so eine menschliche Umarmung ersetzen so? Das ist vielleicht die Frage, die wir da vor uns stellen müssen. Und soll die Maschine anfangen, sowas wie menschliche Wärme und Fürsorge zu, und das ist wirklich nur zu imitieren, weil das ist ja auch klar, dieses sehr emotionale Erlebnis findet ja nur auf unserer Seite statt. Ich meine, der Roboter hat da keine Gefühle. So. Der führt das Programm einfach aus, was vorher da reingeschrieben wurde. Und dann sehen wir auch nochmal was, und das ist so der Punkt, auf den ich halt auch hinaus will. Schon wieder kriegt der Roboter so ein Gesicht, so, zwei Augen und diese Arme, auch ein interessanter Kleidungsstil, sage ich mal. Also er kriegt so ein anthropomorphes Erscheinungsbild und eine große Argumentation ist ja oft dann in der Robotik zu sagen, wir machen es menschenähnlich, weil dann fällt es uns leichter, in diese soziale Interaktion zu kommen. Ich habe eine andere Meinung, so. Ich kann es bedingt halt beweisen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich versuche es später mit den Sachen, die ich gleich zeige. Weil es gibt nämlich eine Problematik in der ganzen Geschichte, wenn wir das machen. Und zwar, da gibt es auch eben aktuell eine Diskussion. Unter anderem versucht der Marc Hassensheim, mit dem wir auch letztes Semester ein Projekt gemacht haben, diesen Begriff der Otherware zu etablieren. Und Otherware impliziert die Anwendung sozialer Metaphern auf die Interaktion zwischen Mensch und Technik. Und da ist eben interessant, dass diese Nachahmung menschlicher Interaktion durch Maschinen und auch so ein Erscheinungsbild, so ein menschliches Erscheinungsbild, erfüllt oft nicht unsere Erwartungen an die Maschine und lässt uns enttäuscht und verärgert zurück. Also es geht darum, wenn ich sowas menschenähnlich gestalte, eigentlich ist es ja so ein, ja, Betrug ist vielleicht zu viel, aber es ist es ja nicht. Es ist einfach kein Mensch so. Es ist auch kein Tier, es ist nicht lebendig, es hat nicht gelebt und es wird auch nicht sterben. Es ist was anderes. Wieso versuchen wir immer diesen Dingen sowas dann noch bewusst zu einer menschlichen Form zu geben? So. Vielleicht gibt es Pro-Argumente, können wir gerne auch später mal diskutieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg, so, weil es was macht, was es nicht ist. So. Und dann ist eben die große Frage, aber wie können wir dieses Gegenüber noch gestalten, ohne eben in diese Falle zu tappen, dass wir es menschenähnlich gestalten? Und wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, könnte ich ganz viele Beispiele zeigen. Ich wollte es aber jetzt anhand von der aktuellen Arbeit zeigen, die wir gerade hier im Lab gemacht haben. Und zwar, was wir auch gemerkt haben, ist, wenn wir solche Fragen untersuchen, also Robotik ist echt technisch komplex. So. Und da ist sehr viel Technik da, man kommt relativ langsam erst in so ein Ausprobieren, Erfahren, Explorieren. Und gerade in der Arbeit mit Studenten, aber auch in Workshops, ist es oft so ein bisschen, ist die erste Hürde recht hoch, bis wir mal da hinkommen, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Und da haben wir eben kurz vor der Pandemie beschlossen, wir gestalten so ein kleines Toolkit, RoboData. Das Ganze ist auch Open Source, wo es eben darum geht, diese auf sehr einfache Art und Weise Mensch-Roboter-Interaktion erstmal zu erfahren, auch damit zu spielen. Ausgangspunkt waren Fragen wie, kann und soll eine Maschine überhaupt uns menschliche Emotionen erkennen und verstehen? Ich habe heute ganz viel gelernt davor im Vortrag. Also wir machen das wirklich nur mit der Kamera und das kann nicht funktionieren, das ist klar. Wie wäre die entsprechende Reaktion der Maschine und wie beeinflusst dies wieder unser Verhalten? Weil das muss einem klar sein, das verändert ja auch uns immer wieder.
Und dann die letzte Frage, wie können wir eben diese Körperlichkeit von so einem kleinen, recht einfachen Roboter und auch die Bewegung so gestalten, dass du bewusst eben nicht vermenschlichten, eben nicht in so eine menschenähnliche Ästhetik oder anthropomorphen Ansatz reinrutschen. Genau. Ich zeige das kurz hier vom Screen abgefilmt. Was ist RoboDada? Es ist erstmal so ein webbasiertes Interface. Das heißt, wenn wir das in einem Workshop einsetzen, das Einzige, was die Teilnehmerinnen mitbringen müssen, ist ihr eigener Laptop und eine Webcam. Dann verbinden sie sich im Netzwerk mit diesem Webinterface, können Roboter auswählen und können dann in der ersten Stufe, ich zeige es dann auch gleich, kann man dann mit der Maus quasi den Roboter choreografieren, so ein bisschen wie so ein Marionettenspieler, kann quasi die Bewegung in den Roboter einschreiben und dann im nächsten Schritt kann man dann die Webcam aktivieren und dann versucht das System so ein bisschen meine Mimik zu erkennen und je nachdem, was da erkannt wird, wird die entsprechende Bewegung dann ausgeführt. Das heißt, es ist erstmal recht einfach, was da stattfindet. Und ich zeige das jetzt einfach am besten gleich in so einer Live-Demo. Jetzt hoffe ich, es läuft alles noch. Ja, schaut gut aus. Okay, also jetzt muss ich noch schauen, welchen Roboter ich hier habe, den Sechser. Also ich verbinde mich als erstes mit dem Roboter. So. Genau, und das ist dieser Roboter, wie gesagt, sehr niederkomplex, zwei Achsen, zwei Servos, mehr ist es nicht. Und jetzt kann ich, das erkläre ich gleich, jetzt kann ich einfach mit meiner Maus anfangen, hier quasi mit dem Mauszeiger die Bewegung zu choreografieren. So, ist relativ einfach, kann das dann auch nochmal abspielen, wenn ich will. Und spannend wird es jetzt aber, wenn wir anfangen, dieses Ding, also mit Material, also was wir dann immer machen, ist immer der ganze Tisch voller Material, Tücher, Fell, Schaschlikspieße, Federn, alles Mögliche. Und dann ist eigentlich so erstmal die erste Aufgabe quasi, das ist ja, versucht mal was anderes zu machen mit der Technik. So, jetzt mache ich mal ein Beispiel, ich hoffe, es geht. Ist immer noch, also ich habe gar nichts neu programmiert, ich habe jetzt einfach nur so ein Fell drüber geschmissen und spiele es wieder ab. Jetzt sieht man es schlecht, weil ich müsste jetzt eigentlich noch so eine Verlängerung bauen, das mache ich dann gleich noch. Aber das heißt, ich kann jetzt einfach mit sehr einfachen Mitteln anfangen, diesen Körper zu gestalten. Ich mache das jetzt mal so. Ein Lieblingswerkzeug im Labor ist das Gaffer-Tape. Da kann man immer viel machen. Ich mache jetzt mal, bauen wir mal so ein bisschen eine Verlängerung von diesem Roboterarm. Das ist halt auch schön, also ich zeige auch gleich dann noch Beispiel, wir machen das auch mit Kindern, das klappt wunderbar, müssen gar nicht viel erklären. So, jetzt habe ich hier so eine Verlängerung, jetzt könnte ich noch sagen, okay, ich gebe dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen so Federn. So, ja, okay. Fuselt ganz schön. Genau. Und jetzt kann ich hier einfach an den Roboter dran gehen. Also eben wie gesagt, ich habe nichts verändert an der Software. Ich spiele das Ganze nochmal ab. Und das ist eben das Spannende. Das ist das wo ich vorher versucht habe, auch mit diesem zu sagen, was wäre die Alternative zu dieser Körperlichkeit oder zu dieser menschenähnlichen Körperlichkeit. Was wir feststellen, und das haben nicht nur wir festgestellt, da gibt es auch Studien, tatsächlich spielt Bewegung eine viel größere Rolle als wie das körperliche Erscheinungsbild, weil auch wenn ich hier stehe, dieses nonverbale Kommunizieren mit dem Körper hat sehr viel Aussagekraft und ich kann rein über eine Bewegung, Bewegungsgeschwindigkeit sehr viel abbilden, auch in der Kommunikation. Und das heißt, das ist so der erste Schritt, man kann einfach mal anfangen mit dem Ding zu spielen, so. Und dann mache ich das wieder aus. Und das war jetzt ja, glaube ich, Lachen, genau. Also ich haben sich vielleicht gewundert, was ist das hier? Das sind so diese, ja, man muss da mittlerweile vorsichtig sein, diese Basisemotionen von Ekman, ich glaube, die werden auch echt kritisiert, da ist echt schwierig, wie die hergeleitet wurden. Wir haben die aber hergenommen, weil die ganz gut funktionieren, so ein Workshop-Format und sehr plakativ sind und weil es auch super die entsprechenden Emojis dazu gibt. Und was wir jetzt eben machen können, ist, ich kann jetzt eben meine Webcam aktivieren, jetzt hoffe ich, das funktioniert. Genau. Jetzt muss ich nur schauen. Ups.
Genau. Jetzt ist natürlich das Problem, ich sehe nicht, was ich mache. Aber jetzt ist erstmal, also für das Neutrale habe ich ja noch nichts beschrieben, sondern nur fürs Lachen. Und jetzt ist es so. Genau. Also immer, wenn ich lächle, wird diese Bewegung ausgeführt. Und Sie sehen, es ist total banal und platt, was wir hier machen. Also es ist wirklich, aber es löst schon so viel aus. So. Und das ist auch das, was wir in den Workshops aktuell merken. Dann noch was, jetzt würde ich Sie bitten, hinter Ihnen ist so ein Roboter. Genau da. Nicht, dass ich Sie gleich, dass da gleich was passiert. Was halt auch sehr nett ist, ist, dass wir, also ich zeige jetzt nicht genau die Technik, das wäre jetzt zu viel für heute Abend, aber wir können sehr einfach auch, der muss nur Strom kriegen, der hängt hier in einem WLAN und jetzt kann ich mich auch mit einem anderen Roboter mal verbinden, nämlich dem Nummer 2, so, und kann jetzt mal, mache ich mal Surprise als Beispiel, und dann mache ich, vielleicht muss ich überlegen, kann man, was mache ich da, vielleicht, dass er nach vorne geht. Genau. Und jetzt zeige ich das mal. Und jetzt kann ich ja zum Beispiel sagen, immer. So. Und ich hoffe, das wird jetzt so ein bisschen klar, wir brauchen nicht dieses menschenähnliche Aussehen. Wenn wir so Sachen generieren wollen, können wir ganz andere Formen wählen. So. Und tatsächlich glaube ich, das ist ehrlicher, weil. Das ist jetzt auch nur jetzt, das ist ja noch sehr verspielt. Also wir haben auch schon, ich zeige jetzt gleich am besten noch Beispiele. Also zum Beispiel im Einsatz mit Studierenden ist es so, dass dann, da geht es dann eben auch oft um so, oft nutzen wir gar nicht dieses Face Expression, also diese Mimik, sondern eher schnell Bewegungen erstmal in die Maschine einschreiben, mit unterschiedlichen Materialien arbeiten, mal schauen, wie fühlt sich das an, so wenn es flauschig wird, was löst das in einem aus? Rechts ist so, das war auch ein Workshop, da hatten wir, glaube ich, einen halben Tag nur Zeit, und der HBK Saar war das. Da ist das wie so eine Art Kopfkraulmaschine, und immer wenn ich dann, ich glaube, wenn ich böse schaue, genau, wenn ich böse schaue, dann macht ihr was anderes wie Kopfkraulen. Oder ein anderes Beispiel, was ich schon gezeigt habe, einfach nur, was ist, wenn ich da was drüber schmeiße, wenn ich die Technik gar nicht mehr zeige, so, macht sofort was anderes. So. Oder auch so dieses eben, was ist, wenn es einen Fail kriegt. Und nochmal zu dieser Detektion von dieser Face Expression, da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist jeder, der, also da würde mich gerne nochmal deine Meinung interessieren. Ich würde behaupten, rein mit der Kamera ist das nicht machbar, und die Maschine wird da immer Probleme haben zu erkennen, lächle ich wirklich oder ist es ein falsches Lächeln. Tatsächlich, das Modell, was dahinter liegt, was trainiert wurde, hat schon große Probleme mit den Bilddaten, die da genommen wurden. Oft sind es ja dann, wo kriege ich so Face Expression schnell her, indem man irgendwo Bilddatenbanken hernimmt von Leuten, die halt Face Expressions schauspielerisch darstellen. Da gibt es auch mittlerweile andere Modelle, die ein bisschen anders trainiert wurden. Aber das ist auch das Schöne, das wird halt sofort thematisiert, wenn wir das einsetzen. Also es zeigt auch ein bisschen, wo ist die Grenze von dem System. Und super ist, mittlerweile dürfen wir jetzt den Workshop endlich auch in Präsenz durchführen. Zum Beispiel hier waren wir vor ein paar Wochen im Theater Kur in der Schweiz, haben das erste Mal den Workshop, also wir, das sind dann mein Mitarbeiter Elias Napphausen und ich, waren wir in Kur, haben mit einer Schulklasse, 10- bis 11-Jährigen, Jungs und Mädels, diesen Workshop gemacht, und man sieht es auf dem Bild, die hatten so einen Spaß. So, also die... Und die können da einfach, und das ist total interessant, ohne viel Angaben erstmal den Kindern zu sagen, schaut euch das mal an und überlegt euch mal, wie wollt ihr sowas gestalten, wie soll das ausschauen? Also das heißt, und das steckt auch in diesem Kit drin, vielleicht die nächste Generation, die das ja noch viel mehr erleben werden, die schon so ein bisschen zu sensibilisieren, was heißt das und was macht das? Und das merken wir ja selber, dass der Roboter steht da voll im Zentrum. Sie finden das total faszinierend, sobald sich so ein Ding bewegt. Dann haben wir auch noch diese Roboter dann präsentiert. Jedes Kind hat erzählt, was er sich dabei gedacht hat, wieso das so ausschaut, und haben auch schon ganz viel reininterpretiert. Das war total interessant für uns zu sehen. Das heißt, jetzt komme ich zum Ende, wenn Technik eben autonomer, proaktiver, komplexer und vielleicht auch unvorhersehbar wird, dann verändert sich unsere Beziehung zu ihr. Sie wird eben zu diesem Gegenüber, sage ich es mal. Und wir sollten
deshalb Automaten und Roboter nicht ausschließlich als technische Systeme verstehen, sondern auch als quasi kulturelle Maschinen, die nicht zuletzt aufgrund von Erwartungen und Zuschreibungen in dieser Wechselwirkung mit Mensch funktionieren oder eben nicht. Und das ist mein Standpunkt. Ich glaube, eine Vermenschlichung, also dieser Anthropomorphismus, ist hochproblematisch. Wir werden es aber nie ablegen können, weil wir suchen immer uns in den anderen Dingen. So, also man merkt es jetzt auch schon, man interpretiert da sofort was. Also wir werden es ja eh nie ablegen können, aber dann lass uns doch versuchen, dass wir zumindest diese Grenze von Mensch und Maschine in diesem Fall klarer machen, wieder klarer ziehen, weil die Maschine ist was anderes. Und ich glaube auch, das ist ein Thema, was von mehreren, also transdisziplinär bearbeitet werden muss. Da muss die Gestaltung wird eine Rolle spielen. Leider spielt die aktuell kaum eine Gestaltung, muss man ehrlich auch sagen. Sowas wird meistens eher belächelt. Ich finde es trotzdem interessant. Dann Informatik wird eine Rolle spielen, auch die Ingenieure, Psychologie, Soziologie und ich glaube vor allem auch die Philosophie. Wir müssen es auch reflektieren, was da passiert. Ich bin kein Gegner von Technik, mich fasziniert das selber. Ich habe viel Spaß, ich bin selber immer wieder überrascht von den Dingen. Also ich weiß ja, was es ist, aber trotzdem, ich kann unheimlich lange mich mit sowas auseinandersetzen. Es macht mir selber total viel Spaß, immer noch. Und ich glaube auch dran, bin erstmal optimistisch, dass wir schon hinkriegen können, diese Beziehung auch gut zu gestalten. Vielen Dank. So. Erstmal vielen Dank für die Vorträge, die waren super interessant. Ich hätte gleich eine Frage für den Herrn von Fraunhofer. Sie haben als letztes Beispiel gezeigt, der Roboter, der diese Aufgabe lösen soll und als Feedback eben menschliches gut gemacht, schlecht gemacht bekommt sozusagen. Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, sage ich mal, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass zum Beispiel diese Roboter, die in so Produktionsanlagen sind, dann eben trainiert werden und nicht mehr programmiert werden müssen. Das wird ja wahrscheinlich dann auch ein Ziel davon sein, dass man eben nicht mehr komplexe Software schreiben muss, sondern ein paar Beispiele liefert, dem Roboter sagt, ja, gut gemacht, schlecht gemacht, in der Hoffnung, dass das dann schneller geht, oder? Korrekt, ja. Was soll ich hier reinbringen? Ja. Genau. Kannst du auch liegen lassen? Ach so. Du kannst dann hier hoch. So. Ihr hört mich, oder? Ja. Korrekt. Also das ist genau die Idee dahinter. Das heißt, dass man gar nicht mehr fix vorprogrammieren muss und, sagen wir mal, alle Eventualitäten reinbringt, sondern eher dynamisch programmieren. Das ist das Grundprinzip hinter dem Reinforcement Learning. Das heißt, man lernt quasi, ein Computer lernt durch Belohnung. Und die Idee dahinter, und das ist auch die Kritik, die ja eigentlich in so Mensch-Roboter-Kollaboration ist, Andreas hat es ja auch schon genannt, mit Cobots, sind wir noch sehr weit entfernt, aber das ist das Ziel, das ist tatsächlich kollaborierende Roboter, die nicht mehr in diesen Käfigen sind. Im Produktionsfall ist es tatsächlich so, wenn man die sich anschaut, ob man jetzt beim Daimler etc. ist es tatsächlich so, die sind alle eingefärscht. Und der Mensch muss irgendwie durch so ein Gitter dann durch, erstmal überhaupt, wenn der Roboter aus ist, dann erst zu interagieren, das ist aber keine Interaktion. Trotzdem, was ich hinaus will, ist, das, was eigentlich der Vorteil ist, wenn man den Menschen reinbringt, ist auch das Wissen, was man automatisch auch reinbringt, was ist gut, was ist schlecht. Weil letztendlich ist es ja so, wenn ein Roboter mit einem Menschen kollaborieren sollte, dann ist letztendlich er auch ein Endnutzer. Und der Endnutzer sagt eigentlich auch, was relevant ist und was für ihn gut ist. Und deswegen sollte man auch in dem Lernprozess, wenn eine Maschine eintrainiert wird, dynamisches Verhalten auch den Menschen berücksichtigen. Und idealerweise natürlich die Endnutzerin dann auch berücksichtigen. Und das ist das Grundprinzip in dem interaktiven Reinforcement, also die Erweiterung, quasi gar nicht mehr in Isolation das Ganze zu machen. Wir sind auch natürlich noch da in den Grund, ich würde es jetzt mal sagen, in den Kinderschuhen nicht, aber schon so in den ersten Schritten, das zu realisieren, deswegen auch Proof of Concept. Aber wir wollen natürlich gucken, wie ist es letztendlich, wenn man auch gleichzeitig mehrere Aufgaben durchführen muss. Kann man das dann auch noch sozusagen guiden, nur durch reine Beobachtung, wenn man den Roboter anschaut sozusagen. Alles klar? Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Dann war hier noch eine Wortmeldung. Ich wollte wissen, warum hat man denn den Pflegecomputer jetzt eingestellt, den Pepper? Bitte? Den Pflegecomputer, warum hat man da jetzt die Forschung eingestellt?
Das wäre schon eine große Lösung. Der Hersteller hat gleich beschlossen, den nicht mehr herzustellen. Ich weiß aber tatsächlich die Gründe nicht. Absatzmarkt vielleicht zu niedrig, hat sich nicht rentiert. Man hat aber sich auch vielleicht zu viele Hoffnungen gemacht. Eine große Lösung. In Japan wird es ja angewandt bereits. Die klagen die ganze Zeit, sie sind überlastet und wollen mehr Geld und weniger arbeiten. So funktioniert das auch nicht. Also ich finde das schon gut. Den Roboter oder? Den Roboter, ja. Und man entwickelt ja weiter. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass der Roboter schlecht ist. Ich glaube nur, im Moment müssen wir nochmal genauer schauen, was kann der Roboter sehr gut leisten, was kann der Mensch vielleicht besser leisten. Also da gibt es auch aktuelle, auch aus der Forschungsgruppe von meiner Kassenzahl, also ich komme noch viel, weil wir da in letzter Zeit viel zu tun hatten. Die versuchen gerade auch herauszufinden, sogenannte Superpowers. So, was sind so Superkräfte von Robotern? Eine Superkraft ist, ein Roboter ist unendlich geduldig, der wird auch nie genervt sein. Der kann 24 Stunden theoretisch 7 Tage in der Woche irgendeine Tätigkeit ausführen. Und auch ein anderes Beispiel ist, dass ich mich, man hat es auch bei dem Umarmen so ein bisschen gesehen, vielleicht ein bisschen, ich vergleiche mich selber als Mensch immer weniger mit so einer Maschine. So. Und es gibt schon auch Vorteile, die eine Maschine auch in so einem Kontext halt leisten kann. Ich glaube, schwierig ist halt dieses 1:1 ersetzen, das, was der Mensch macht. Da sehe ich die Schwierigkeiten. Was die Kraft betrifft, ist ja ein Vorteil auf jeden Fall. Genau. Und man sollte sie aber schon menschlicher machen. Also anschmiegsamer und nicht so steril und so kalt. Ja, aber auch da glaube ich, was heißt menschlicher? Man kann die wärmen, also man kann die wärmer gestalten und sagen wir so, dass es ein Wohlbefinden auslässt. Ich glaube aber nicht, dass der Roboter Augen braucht. So. Weil das stimmt, er hat ja keine Augen. Diese Sensorik ist ja eine andere. Und das ist das, das ist auch was, das ist nicht nur meine Behauptung, da gibt es ja eh so ein bisschen zwei Lager gefühlt. Man kann tatsächlich über bestimmte Materialien und Bewegungsformen sehr viel erzeugen, ohne dass man es menschlich gestalten muss. Man kann trotzdem bestimmte Sachen erreichen, auch würde ich zustimmen. Was ja, Wohlbefinden ich glaube, das wäre eine gute Lösung überhaupt. Ich denke. Vielleicht auch ergänzen, das ist auch das, was letztendlich durch Interaktion entsteht. Das ist ja auch das, was die Interaktion ausmacht. Die Interaktion muss kein physisches Objekt sein, sondern die Interaktion ist letztendlich das, was man dann reininterpretiert. Und das ist auch das, denke ich, warum Andreas auch meint, es muss keine Augen oder so, sondern automatisch assoziiert man und impliziert man dadurch menschliches Verhalten. Und das ist auch das, was man dann auch vielleicht dann auch reininterpretiert ist, man akzeptiert es vielleicht auch weniger, weil man dadurch auch weniger Fehler akzeptiert. Und bei einem Menschen würde ich nicht sagen, naja, wenn der jetzt Fehler macht oder so, das ist ja eine ganz andere Beziehung, die da entsteht. Und ich denke auch, ich würde da vollkommen mitgehen, dass es nicht menschenähnlich sein soll. Die Frage ist eher, welche Form der Interaktion entsteht. Also nur kurz als Ergänzung, da finde ich diesen Roboter interessant mit der Umarmung. Man sieht, ich habe es Video jetzt nicht gezeigt, aber was passiert, wenn die Menschen den Roboter umarmen, sie machen die Augen zu. So. Das spielt gar nicht so eine große Rolle. Und ich habe mich dann gefragt, und da wäre auch mal interessant, mit denen zu sprechen. Muss es überhaupt dieser Roboter sein oder könnte es irgendwas anderes sein? Wie eine Art Decke, wo du das gleiche Gefühl hast, ohne dass du da so ein Ding hast. Also den Screen hat es eigentlich gar nicht gebraucht. Die haben alle die Augen zugemacht. Die haben nur diese Berührung gebraucht, die Wärme gebraucht. Also auch da nochmal als Beispiel, das habe ich jetzt vorher nicht erwähnt. Und das war da tatsächlich die Version 3.0 im Vergleich zur Version 2.0 von dem HG-Bot. Die Version 3.0 ist so, dass die nicht lineare Bewegungen ausführt, sondern ständig das abgleicht mit dem, was ich mache. Weil ab dem Moment, wenn sich was wiederholt, linear, wenn ich es spüre, dann ist es irritierend. Das heißt, er versucht bewusst so ein bisschen Varianz zu erzeugen. Der hat auch so Wärmepads eingebaut. Aber ich glaube, der bräuchte nicht diese Arme und dieses Gesicht. Das könnte man auch anders herstellen und wäre vielleicht ehrlicher aus meiner Sicht. So. Ja, aber das Optische wirkt auch. Also wenn ich das so sterile Roboter habe. Ja, aber mit steril, also als Beispiel, das ist ja nicht steril. Das nicht eben. Oh, das habe ich doch egal. Ich glaube, da ist auch, wenn man es, sagen wir mal, philosophisch auch oder auch psychologisch betrachtet, wir sind sehr stark visuell getriebene Wesen. Ja, und das ist auch das, was über unser Bild, wie wir die Umgebung wahrnehmen, sehr stark visuell getrieben ist. Und ich würde auch vollkommen mitgehen, dass man dann auch sagt, dass, wenn man mal das Visuelle versucht auszublenden, und dann man versucht auch mehr, und der Körper macht ja eigentlich, was die Sinneserfahrung ausmacht, viel mehr aus bei Menschen, obwohl wir eher visuell getrieben sind. Auch wenn wir Technologien uns anschauen, wir haben immer irgendeine Art von visuelles Interface, also irgendeine Art von visuellen Schnittstelle. Und das ist es, das, was eigentlich, wenn es intuitiver geht, das ist das, was ich mit Intuition dann auch meine, dass ich gar nicht mir Gedanken machen muss, wie nutze ich das Teil eigentlich, wie nutze ich dieses technische Werkzeug eigentlich, sondern mir einfach
eine Aufforderung der Interaktion gibt. Und deswegen würde ich auch eher dafür plädieren, dass man, wenn man mit so einer Form der Technologie interagiert, muss man mehr auch körperlich denken, auch mehr mit dem taktilen Sinn auch interagieren. Und dafür entsteht eine ganz neue Situation. Und das ist dann aber auch der technische Fortschritt oder auch die Evolution, die dann möglicherweise entsteht. Wir lernen ja auch letztendlich mit so einem Design, wenn ich finde, das ist relevant, wenn es um Technikdesign geht oder auch Technikgestaltung. Deswegen sagt man es ja auch wirklich zu gucken, wie gestalte ich das eigentlich? Und nicht nur rein visuelle Präsenz. Das Visuelle ist meistens ästhetisch. Ja, und es hat viel eine ästhetische Form, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Es soll nicht so steril sein. Es hat auch einen vielen ästhetischen Charakter dahinter. Alles klar, vielen Dank. Ich finde, es kommt auch auf die Sinne an, die man anregen möchte und auf die Fantasien, die man damit anregt. Wenn ich mit einem Roboter, ich glaube, das geht eh nicht, oder? Ich glaube, das geht für Zoom. Ja? Ist das so lauter? Nur für die virtuellen Gäste, glaube ich. Achso, Entschuldigung. Okay. Es geht um die, meines Erachtens, um die Sinne, die wir anregen und um die, ja, Fantasien, die wir da auch anregen. Wenn ich ein Pflegefall bin, der mit jemandem sprechen möchte und ich habe vielleicht einen Ehepartner gehabt, der blaue Augen hat, ist es schön, wenn der Roboter blaue Augen hat und ich mir das vorstellen kann. Wenn ich aber umarmt werden möchte, mache ich die Augen zu und möchte einfach nur kuscheligen Bauch spüren oder so, dann braucht es die Augen sicher nicht. Und ich glaube, da muss so ein Roboter einfach mehrere Ebenen bieten, um das zu, ja, anzubieten, was man dann auch nutzen möchte. Und dann vielleicht auch doch Augen. Oder? Ja, die Frage war jetzt dann vermutlich an beide gerichtet. War ja eine Feststellung. Ja, nee. War das? Ich möchte es kurz ergänzen und vielleicht entsteht daraus eine Frage. Ich habe in der letzten Zeit beobachtet, wie Pflegeheime Werbung machen und ich habe auf keinem einzigen Plakat einen Roboter gesehen. Ich habe immer Menschen auf diesen Plakaten gesehen, die lächeln und zeigen, wie fröhlich die sind. Eigentlich wäre es fast schon sinnvoller, einen Roboter zu zeigen, der 24 Stunden im Einsatz ist, der immer umarmen kann und immer lächeln kann und der immer geduldig ist. Warum stellen die Pflegeheime ihre Plakate nicht um auf Roboter? Das ist vielleicht die Frage. Und dann können wir vielleicht das einfangen, was Sie gemeint haben. Vielleicht ist es nicht gut für uns, dass wir auf Roboter umstellen, was wir von den Menschen erwarten. Vielleicht gibt es diese Erwartung und wir haben es noch nicht so ausdifferenziert. Wir können es noch nicht so präzise sagen. Aber dazu können Sie auch was beitragen. Ich meine, vielleicht nochmal, da stecke ich zu wenig. Ich weiß gar nicht, wird das wirklich schon im Pflegeheim, also nicht nur in Forschungsprojekten, wird das wirklich eingesetzt? Also, Sie hatten das Beispiel gehört aus Japan. So. Ja. Also, ich weiß zum Beispiel, das fand ich ganz interessant. Also, das ist jetzt nicht das Beantwort, ich versuche mich gerade charmant mal rumzureden. Aber interessant war, letztes Mal habe ich aus einer Forschungsgruppe gehört, dass oft Forschungsvorhaben deshalb in Altersheimen stattfinden, weil da die Umgebung barrierefrei ist, weil da der Roboter super rumfahren kann und man viele Probleme, die man sonst hat, nicht mehr lösen muss. So. aber klar, es ist schon die ich weiß nicht, also ich nehme bewusst hier heute diese Position ein, weil ich das andere durchaus zu diskutieren finde und mich oft mich jetzt wundert, dass es nicht diskutiert wird. So. Deshalb muss ich da auch bewusst jetzt diese Position einnehmen. Ich kann es gar nicht beantworten, muss ich sagen. So. Ich würde dann was? Ja, das ist, ich würde es auch eher aus dem Bedürfnis heraus eher mal versuchen anzugehen. Das, was du ja gerade angesprochen hast, ich meine, Pflegebereich und Roboter, wo sie eingesetzt werden. Japan hat ja auch sehr stark damit zu tun mit dem demografischen Wandel. Es gibt mehr Ältere als Jüngere und das wird dann auch natürlich in Zukunft dann auch so sein. Und letztendlich ist es auch, denke ich, ein philosophischer Ansatz, weil Japan von der Kultur ist viel aufgeschlossener als technischen Konstrukten, nenne ich es mal, und auch mehr offen ist gegenüber Robotern. Sie assoziieren ja auch mit dem Roboter auch, dass eine gewisse Seele inhärent ist, dass etwas da drin ist. Und auch ein sehr stark dualistischer Ansatz. Ja? Also das Materielle ist vorhanden und die Seele, das Geistige projiziere ich da auch rein. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so, dass es dort sozial akzeptabler ist und deswegen auch eine große Rolle im Pflegebereich spielt. Ich würde es eher mal fragen, oder da müssen wir uns, denke ich, auch in Deutschland
fragen, wird es gesellschaftlich relevant sein, durch den demografischen Wandel, dass wir uns Gedanken machen müssen, brauchen wir Technologien, um in der Pflege einzusetzen? Oder müssen wir eher dann gucken, ist es dann tatsächlich so, dass man natürlich auch guckt, wie kann man dem anders gegenübertreten? Also es muss ja nicht unbedingt ein technischer Ersatz sein. Und ich würde da vollkommen eher argumentieren, so, man muss nicht überall Technik einsetzen. Ja? Es wurde vorhin ja auch gesagt, es ist ja, Lasten können gehoben werden oder so. Wahrscheinlich kann ein Roboter dann genutzt werden, um Hebepositionen oder was, oder wenn es ums Bett geht, das dann zu machen. Aber soziale Interaktion, das ist ja eher die Frage. Und das ist auch, wo ich sage, das ist eine ganz klare Rollenverteilung. Das ist ja das, was ich als letztes gemeint habe. Wer hat eigentlich welche Rolle? Der Mensch und die Maschine. Und letztendlich würde ich da schon sagen, dass es solche rein physischen Aufgaben eine Maschine ganz gut macht. Ob das Soziale relevant ist, würde ich eher in Frage stellen. Und es ist wahrscheinlich gesellschaftlich eine Frage, die man so noch philosophisch denkt. Vielleicht werde ich zu viel sprechen, aber einen Satz noch. Ich glaube, wenn eine Pflegekraft in ihrer Arbeitszeit eine Präsenz, also von ihrem Leben ein Stück, von ihrem begrenzten Leben ein Stück dem Patienten schenkt, dann ist das eine Wertschätzung, die die Maschine nicht zum Ausdruck bringen kann, egal wie die Maschine programmiert ist. Und diese Wertschätzung kann die Maschine nicht erbringen und die ist uns irgendwie wichtig. Korrekt. Und da kann die Maschine entlasten, dann kann Zeit geschaffen werden, dass Pflegepersonal das auch nutzen kann und auch einsetzen kann, was da relevant ist. Genau. Aber darüber ergänzen, ich hoffe einfach, dass nicht, weil es ist in der Industrie, können wir es ja sehen, da war immer die Idee, wenn ich Maschinen rein, ich kriege mehr Zeit oder ich kann was machen, was mir mehr Spaß macht. Die Realität ist leider dann doch anders gelaufen als so. Also es ist die Frage, ob das dann hoffentlich in dem Bereich, wenn das der Anspruch ist, ob es auch passiert, das wäre dann wichtig. Also nicht zu sagen, die Zeit, die ich kriege, die nutze ich dann wieder für was anderes effizient, sondern vielleicht ist eben genau dieses Feld. Das wäre ja wichtig. So. Ich denke, das siehst du aber auch in anderen Berufen. Ja. Wenn wir jetzt mal einen Arzt oder eine Ärztin als Beispiel nehmen, da geht es ja auch um die Diagnose, auch eine Diagnose zu finden. Aber eigentlich, was relevanter ist, ist, der Arzt oder die Ärztin sich mit der Patientin beschäftigt, ja, und da auch eine soziale Interaktion. Und da würde ich auch ganz klar sagen, wenn es um eine Diagnosenstellung geht, da sind datengetriebene Algorithmen natürlich besser, um den Menschen dienlich zu sein, dienlich in der Hinsicht Vorschläge machen zu können. Und das ist ja das, was ich meine, mit Zeit, die man dann gewinnt, weil man sich nicht mit diesen Aufgaben befassen muss. Sondern das ist natürlich auch noch eine Frage der Akzeptanz und wie viel vertraue ich dem Ganzen. Aber ich würde ganz klar sagen, das ist eher unterstützend, weil letztendlich, was ist maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen kann mit Daten umgehen. Das ist eine reine Statistik. Das ist ein reines formales System, das Unmengen an Daten verarbeiten kann, aber auch Vorschläge liefern kann. Und da kommt dann der Mensch letztendlich ins Spiel. Das geht auch in dem Bereich der erklärbaren KI. Da geht es eher darum, auch mal zu verstehen, wie kommt eigentlich so ein Algorithmus zum Verständnis. Und da ist es auch letztendlich relevant, dass der Mensch da Input geben kann, weil letztendlich der Mensch auch sagen kann, ja, es ist plausibel und kann das nachvollziehen und dann auch letztendlich sagen kann, es ist eine sinnvolle Antwort, die ich geliefert bekomme, weil letztendlich der Kontext relevant ist, um die Daten auch zu interpretieren, weil losgelöst vom Kontext kann ich ja nichts mit den Daten anfangen und auch Informationen, die mir zur Verfügung gestellt wird ohne Kontext, bringt mir eigentlich gar nichts. Ja? Und deswegen, der Mensch braucht mir als Wesen was interpretieren kann und dementsprechend das auch nutzen für Anwendung. Weil auch im Losgelöst, ich sage es mal so, man hört ja immer, Maschinen können denken, können sie nicht, das ist Schwachsinn. Wir denken mit Maschinen sozusagen oder wir denken mit unserem Computer oder mit unserem Smartphone. Heißt aber nicht, dass da inhärent Denken drin ist, sondern wir nutzen Technologie als Denkapparat sozusagen, als erweiterten Denkapparat. Ja. Zur Frage, wie die Maschinen aussehen sollen in Zukunft, weil viele Roboter eher humanoid aussehen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Maschine an sich sehen müssen. Wenn ich mir zum Beispiel sowas wie Alexa oder Siri anschaue, die Menschen interagieren sehr viel mit diesen Systemen. Und wenn wir denen jetzt noch ein paar Jahre mehr Zeit geben, dass sie vielleicht auf so einen Stand wie von dem Language Model GPT-3 kommen oder dass alles ein bisschen ausgereifter wird, dass man schon viel natürlichere Interaktion per Sprache mit denen haben kann, dann werde ich nicht warten wollen, bis mein Roboter dahergefahren ist, wenn ich schon Geräte habe, wie mein Smartphone oder Fernseher, auf denen Sachen visuell dargestellt werden können oder direkt über Kopfhörer, wenn ich einfach nur eine Information haben will.
Es wird wahrscheinlich trotzdem noch Roboter geben für spezielle Anwendungsfälle, wie zum Beispiel, wenn ich kuscheln will oder umarmt werden will, als Beispiel. Aber ich glaube, das wird eher so ein mehr oder weniger fließender Übergang sein zu einem, ja, so Gedankenroboter eher, sage ich jetzt mal. Ja. Da will ich nochmal einhaken. Also das ist jetzt auch nochmal, wird es vielleicht gleich auch ein bisschen andere Meinungen geben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, immer alles so glatt zu machen und unsichtbar zu machen. Weil in dem Moment, wo Sachen Eingriff auf meinen Weg, also wirklich mit mir mithandeln, massiv mich mit beeinflussen, dann, wenn das so verschwindet und so glatt wird, ab und zu kann diese Reibung ja interessant sein, oder dass es wieder sichtbar ist, dass dieses Widerspenstige, was da ist, oder dieses Eingreifen, dass es tatsächlich stattfinden kann. So, also dieses Glattziehen oder Verschwinden lassen, das ist ja eigentlich der Gedanke von Automatisierung, ist oft ja auch verschwinden lassen. Also jetzt hole ich mal ein bisschen aus, Automatisierung in der Industrie war oft auch Outsourcing auf andere billigere Arbeitskraft. So, sie ist nicht mehr da, ich sehe es nicht mehr, also muss es ja wunderbar laufen. Ja, hier nicht, da, ja, ich sehe es ja nicht mehr, aber woanders läuft es gar nicht gut. So, das ist tatsächlich auch, es geht noch weiter, wenn wir uns so maschinelles Lernen anschauen, also die tollen Modelle, die es da so gibt, das ist nicht nur Rechenkraft, das ist viel, viel Menschenarbeit, die da immer drin steckt. So, da sitzen Leute in Billiglohnländern und schauen den ganzen Tag, klassifizieren die Bilder. So. Das ist nicht irgendwo so eine Maschine, die da alles selber macht. Das ist Menschenarbeit. Und das ist so, glaube ich, ein bisschen auch, wenn wir immer mehr in so eine algorithmische, mechanische Welt da uns selber schaffen, glaube ich, tut es halt so ganz gut, wenn die Sachen wieder da sind und ich es mal wegschieben kann oder auch vielleicht ein bisschen Kontrolle zurückkriegt. So. Dann gibt es nur 2 Wortmeldungen. 3. Also wir sind jetzt schon 6 Minuten über der Zeit. Wenn jemand heim möchte, dann wäre jetzt der Zeitpunkt zu gehen. Und sonst machen wir die 10 Minuten noch weiter und machen die 3 letzten Wortmeldungen noch, wenn das für alle in Ordnung ist. Alles klar, dann fangen wir vorne an. Für dich ist okay, oder? Es geht um die OP-Roboter. Und zwar haben Sie vorgestellt, da gibt es welche rein statische Haltearme. Ja, dann gibt es natürlich sprachgesteuerte für Kameraführung. Das Neueste, oder was heißt Neueste, das ist der Da Vinci, da hat der Chirurg 6 OP-Arme und das Ganze wird über einen Joystick gesteuert. Trotzdem ist es ja de facto nur das, was der Mensch macht. Es ist nichts anderes. Der Roboter macht nichts alleine. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich mich frage, ist, wenn die Entwicklung in dieser Richtung weitergeht, wo sind die Chirurgen in 10 oder 15 Jahren? Wer wächst nach? Wo kommen die her? Also als ich ausgebildet wurde, wir standen erstmal die ersten 10 Jahre am Haken und haben zugeschaut. Aber nur dadurch lernt man es ja. Damit man, wenn man was selber in der Hand hat, an dem Da Vinci sitzt nur einer, am Joystick. Also ich will nicht von einem Chirurgen operiert werden, der nur Bildchen angeschaut hat. Wie schaut denn da die Zukunft aus? Also Sie meinen jetzt explizit im Bereich der Chirurgie, Einsatz von autonomen Systemen im chirurgischen Bereich. Ich bin da auch ehrlich gesagt zu wenig Experte, deswegen haben wir da ja unsere Kolleginnen vom KIT, die explizit dazu forschen. Wir interessieren uns da eher, sagen wir mal, ist es denn prinzipiell möglich, erstmal das einzusetzen? Ich würde es mal noch vielleicht ganz kurz nur darauf an. Ich würde es auch eher sagen, es kommt, ja, Sie haben schon recht. Also natürlich ist es so, dass der Einsatz von so einem, sagen wir mal, ist jetzt so, teleoperativ ist oder wenn es ferngesteuert ist, ist ja letztendlich auch der Mensch hat trotzdem noch die Kontrolle. Die Frage ist tatsächlich, und ich würde es ja eher mal noch sagen, es sind in der Hinsicht, das Beispiel im Bereich des Abdomen ist ja auch so, dass da Gewebe ist, was sehr groß ist. Ja, das war jetzt ein Bereich, was jetzt da zum Beispiel zu sehen war, wo sie eintrainiert werden, ist, dass ein Darm zum Beispiel auf die Seite gehoben wird. Das heißt, es ist auch keinerlei, wenn dann Schnittarbeiten oder was weiß ich was durchgeführt werden. Ja. Ich würde es auch mal noch so sagen, es gibt natürlich auch im Bereich der Neurochirurgie auch, wo Roboter automatisiert Hirnimplantate einsetzen können. Bekanntes Beispiel, was auch jetzt durch die Medien geht, wo ich auch sehr, sehr, sehr kritisch bin, ist zum Beispiel Elon Musk investiert Unmengen in Neuralink, Neurobotics, eine andere,
wo es auch darum geht, automatisiert hirnchirurgische Implantate einzusetzen. Natürlich ist da die Frage, die können immer passgenau, immer präzise das einsetzen. Ein Mensch hat natürlich, und da ist ja die Frage, was ist die Fehlerquelle Mensch? Und wie geht man dem, wie stellt man sich dem gegenüber? Ja. Und das, ja. Ich würde jetzt da nicht sagen, es geht in die oder die Richtung. Ja, aber das ist schwierig. Wenn ich es ergänzen, da steckt ja was Interessantes drin. Wir haben jetzt eine Generation, das, was Sie beschreiben, jemand, der sehr viele Lebenserfahrungen hat und der operiert, der ist dann quasi der, der hat die Kontrolle über diesen Roboter oder kann eingreifen, wenn es nicht läuft. Ich habe letztes Mal, das fand ich eine super Frage, ich glaube, das kommt ja hier auch nochmal mit autonomem Fahren irgendwann. Und da, die Frage fand ich wirklich gut. Da wurde derjenige gefragt, also ein Forscherteam, die jetzt autonomes Fahren haben. Und eine Argumentation ist ja immer, wenn dann irgendwie das nicht so gut klappt, kann der Mensch ja jederzeit eingreifen. Die Frage war, lass uns mal 30 Jahre nach vorne schauen. Wenn wir nie mehr fahren müssen, weil der ehemal und ich dann, und der Punkt kommt, wo ich eingreifen soll, kann ich überhaupt noch eingreifen? Weil ich habe ja diese Erfahrung gar nicht gemacht, einzugreifen. So. Und da hat er auch keine Antwort gehabt, weil das ist eine Frage, die wir uns auch stellen müssen, wenn wir sagen, okay, wir geben ab und wenn es nicht läuft, greifen wir nochmal ein. Nur wenn ich nicht weiß, wie ich eingreifen muss, das ist dann so eine Frage, die ich Notfallknopf, ja. Ja, das ist schwierig für ihn zu beantworten. Ja. Muss man immer simulieren üben halt. Ja. Ne? Ja. Schwierig. Da hinten, ich gebe es einfach mal durch. Danke. Also was ich mich frage, ist einmal generell, wie lange dauert es, bis man letztendlich diese Antrainierphase, bis ein Roboter gewisse, sag ich mal, Bedürfnisse von einem Menschen erkennen kann? Und auch dementsprechend, wie lange braucht es, bis ein Mensch, sag ich mal, dieses Verhalten von Roboter auch sich auch dran gewöhnt hat? Also auch dementsprechend auch richtig es interpretieren kann und dementsprechend auch umgehen kann. Konkret geht es um Zeit oder sind ja jetzt mehrere so, komplexere so Sachen? Wie, sagen wir mal. Also so wie die Zeit als auch letztendlich für den Mensch selber, weil natürlich wir sind ja eher gewöhnt, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, auch letztendlich auf gewisse Empathie, auf Reaktionen und so weiter reagieren. Aber dadurch, dass ein Roboter ja ein komplett anderes Verhalten hat, wie Sie schon erwähnt, ein bisschen so ein kälteres Verhalten hat, einfach ein logisches hat, ist es ja für uns erstmal ein bisschen schwierig, erstmal richtig zu interpretieren, was anderes ist. Ich glaube, das ist auch, also dass diese Dynamik, die gerade skizziert und auch diese Form der komplexen Interaktion, muss ich natürlich runter reduzieren und sagen, auch das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, das ist ein ganz, ganz simples Beispiel. Erstmal, wo es überhaupt darum geht, können wir auch maschinelles Lernen nutzen, um Hirnsignale zu interpretieren. Das geht relativ schnell. Also relativ schnell meine ich, ich brauche 15 Minuten, um den ersten Schritt, den ich da skizziert habe, zuverlässig eine Fehlererkennung, ob ich jetzt einen Fehler beobachte. Ja, also das war das Beispiel, wo einfach eine Aufgabe formuliert wird und der Mensch schaut sich das nur an und sagt, es ist konform, ja oder nein. Sagt es mir, der denkt es. Denken in Anführungszeichen. Das ist eine reine perzeptive Aufgabe. 15 Minuten. Braucht man nicht mehr viel. Was wir dann natürlich gemacht haben, wir haben ja in dem Lernprozess bewusst nur ein Proxy, ich sag mal, ein Ersatz von einem neuronalen Netz genommen, das menschliches Feedback gibt. Das heißt, unsere Idee dahinter ist nicht, dass der Mensch permanent Daten liefern muss, sage ich mal in Anführungszeichen, und permanent in der Interaktion drin ist, sondern quasi durch dieses neuronale Netz ein Ersatz genutzt werden kann, um dann das Reinforcement Learning, also den Algorithmus, nochmal anzutrainieren. Und da aber auch eher als Kaltstart zu nutzen, sage ich mal, dass diese Lernkurve ansteigt. Weil letztendlich lernt dann ein Algorithmus selbstständig auch. Das lernt durch Erfahrung. Das mal ein Beispiel zu nennen, diese ganz simple Aufgabe, was wir jetzt da hatten. Wir hatten, wie gesagt, der erste Schritt 15 Minuten. Wir geben dem, mit dem trainierten Brain-Computer-Interface, lassen wir dann nochmal Verhalten beobachten durch die Menschen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis wir diese Human Feedback Policy gelernt haben. Warum? Weil wir ein ganz schlankes neuronales Netz genommen haben. Wir haben da kein komplexes neuronales Netz genommen. Und dann haben wir gelernt, so haben wir das trainieren lassen. Das hat 6 Stunden gedauert, bis wir diese Kurve letztendlich sehen. Und dann hat der Roboter diese einfache Aufgabe sehr zuverlässig gelöst. Wenn es um komplexere Sachen geht, sind wir noch weit entfernt. Da braucht man natürlich auch noch andere Art von Sensoren, nenne ich es mal Computer Vision und so weiter, was da auch im industriellen Einsatz schon ist. Wir kooperieren da mit verschiedenen Partnern, aber das sind komplexere. Und das kann Tage, Monate dauern, bis die komplexere Verhalten. Das Ganze einfache war natürlich sehr schnell, verhältnismäßig. Sag ich mal.
Dankeschön. Ich hoffe, das beantwortet so. Ja. Das andere komplexer. Eine kurze Frage. Und zwar, das Thema ist ja Mensch-Maschine. Was meinen Sie, wie lange das noch dauert, bis man wirklich zur Mensch-Maschine kommt und eine Produktionsstätte kreiert, man CE-Zeichen hinmachen kann, ohne Käfige, ohne alles, und kann die Maschine einfach laufen lassen, in Verbindung mit dem Menschen? Ich habe den ersten Part nicht komplett. Also, wie lange es ungefähr dauern wird, bis man wirklich, weil wir haben ja das Problem, wenn man eine Produktionsstätte kreiert, dass man einen Käfig drumherum machen muss. Und wie lange wird es dauern, dass eine Maschine wirklich in Verbindung mit Menschen arbeiten kann? Man kann ein CE-Zeichen hinmachen, ohne dass man jetzt irgendwelche rechtliche Konsequenzen tragen muss. Schwierig zu sagen. Um ehrlich zu sein, kann man keine Prognose geben. Das ist immer schlecht drin als Mensch. Und deswegen, das hat viele regulatorische Faktoren, bis das eingeführt. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, ist man technisch so weit schon, ja? Sondern es ist tatsächlich andere regulatorische, die da eher eine Rolle spielen. Und das ist ja das auch, wir sagen, also es ist schwierig zu prognostizieren, wenn es überhaupt jemals so sein wird. Das ist ja die Frage. Also ich finde es schwierig, dass wann wird das sein? Das ist eigentlich die Frage, ob es überhaupt mal so kommen wird. Ja. Komplett, genau. Ja, aber ich glaub, mit KUKA hat halt IWA, die haben, glaube ich, schon die Zertifikate, dass diese Mensch-Maschinen-Körper, die ist ja zulässig. So, ich brauche keinen Schutzkäfig mehr. Also Technik ist, glaube ich, schon ziemlich viel da. Die Hauptproblematik ist, glaube ich, dass in so linearen Prozessen ist es ja alles kein Problem, nur wir als Mensch sind halt nicht so genau und so ein bisschen, und dieses zu erkennen, dieses, was wir als so ein bisschen das so faszinierend ist, was wir in diese Prozesse reinbringen, ich glaube, das ist noch hochkomplex rauszufinden. So. Und das ist halt auch schon mal von dieser wirklichen Interaktion, also wirklich den, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, das, ich glaube, ihr habt auch von Franka Emika den Panda da gehabt, da war ja auch so diese, erstmal gut Marketing, so man kann ihn in die Hand nehmen, man kann ihn führen, das geht erstmal auch, aber dann tatsächlich mal das an der Hand nehmen, führen, ist extrem komplex und der Maschine auch das so Nuancen von Sachen beizubringen. Aber ja. Ich denke, das ist ja natürlich auch, das sind sicherheitskritische Systeme, da darf eigentlich keine Ausfallrisiko oder Ausfälle passieren und dann muss es 100% funktionieren. Wir werden keine technischen Systeme bauen, entwickeln, die 100% sicher sind. Da müssen wir uns gewiss sein, egal was wir machen, ob das jetzt mit künstlicher Intelligenz ist oder starr fix programmiert, werden wir nie haben. Werden wir auch nicht haben. Und das ist, denke ich auch, also ja, ich denke, es geht in die Richtung, wo hat man diesen Ausfallknopf oder wo habe ich dann letztendlich diesen Knopf, wo ich dann auch als Mensch dann auch nutzen kann und sagen kann, ich kann das ausschalten. Und das ist ja dann auch immer die Frage, wie viel Autonomie lässt man da los und lässt man da auch zu. Ja. Aber ich denke, da wird halt eben spannend werden, so dieses, wann kommen wir an den Punkt, wo ich wirklich dem Roboter sehr intuitiv beibringen kann, was ich will, ohne dass ich irgendwie einen Screen aufmachen muss, irgendwie, Moment ist immer noch so. Klar, man kann dann zum Beispiel den einen Roboter an den Umhang, kann man führen, kann bestimmte Keypoints setzen, kann es ihm zeigen, aber so richtig, es ist, meinem kleinen Kind habe ich es schnell erklärt, wie er es so nehmen soll. So. Zeige es einmal und dann geht's sofort. One-Shot-Learning. Ja, und mein Kind kommt auch kurz dahinter, weil ich es ein bisschen woanders hinschiebe. So. Ja. Und hat auch kein Problem, wenn es dann mal irgendwie der Kontext sich verändert. Es geht immer noch gut. So. Und ich glaube, das ist für die Maschine extrem schwierig. Ich denke mir da auch immer so, das, was ich mir dann auch so voll, ist natürlich auch immer, oder die Frage, die ich mir auch immer stelle, wie viel lassen wir eigentlich zu an Fehlern von der Maschine? Wie viel akzeptieren wir eigentlich an Fehlern? Weil Fehler sehen wir immer als etwas Schlechtes an. Ja? Fehler dürfen nie passieren. Fehler sind aber relevant zum Lernen. Das ist ein schönes Beispiel sogar. Das Kind lernt ja durch Fehler. Ja? Wenn man anfängt zu laufen letztendlich und auch die Welt begreift, lernt man da durch seinen Körper. Und das Fehler sind relevant zum Lernen. Die Frage ist tatsächlich, wie viele Fehler lassen wir in Maschinen zu? Und die Fehler relevant sind, um dann auch zu lernen. Und das ist nochmal ein interessanter Punkt im Körper. Weil dieses Embodied Intelligence, wir lernen ganz viel, wenn wir auf die Welt kommen, unser Körper spielt eine Riesenrolle, wie wir Umwelt wahrnehmen, machen, handeln, lernen. So. Und da sehe ich tatsächlich jetzt auch sehe ich das ein bisschen kritisch, dass jetzt oft auch Sachen rein über Simulation gelernt wird, weil die Simulation ist nie die Realität. Die Realität ist was anderes. Das heißt, ich kann halt in der Simulation wunderbar irgendwelche Modelle machen. Funktioniert. Und dann kommt leider die blöde Realität. Und da muss man sich wieder so
wahrscheinlich anpasst. Also ich stecke da, also da bist du mehr der Experte. Und das ist so ein bisschen dieses, was ich mich auch immer frage, wenn wir so KI sprechen. Wir wissen ja von uns selber, dass Körper und Geist, das ist sehr total wichtig ist. Das Embodiment ist total wichtig für die Intelligenz und das Sachenlernen. Und das müsste man, glaube ich, noch stärker wieder zurückbringen. Auch wenn der Robotik jetzt ja teilweise auch viel gemacht schon. Das verkörpert. Also ich sehe nur eine Wortmeldung. Eine ganz kurze Frage. Okay. Der Mensch lernt sehr viel durch Nachmachen. Ja. Wie weit sind wir davon weg? Schnelle Antwort. Sind wir davon weg, etwas nachzumachen, was der Mensch vormacht? Das sind wir eigentlich schon, weil ich kann Gestik zum Beispiel nutzen. Ich mache einfach nur diese Wischfunktion, Roboter macht das einfach. Also Nachahmen ist ja die komplexe. Ich irgendwas von da nach da zu ersetzen und ich mache es ihm vor, ich nehme das Teil, nehme es hoch und setze es dahin. Er schaut mir zu und macht mir nach. Das geht. Da sind wir schon. Also da würde ich sagen, Frage. Ja. Das ist, wie gesagt, das wird nur über Computervision gelöst. Wie ist das denn, wenn es einem sagt, was er machen soll? Wie mit Alexa. Das sagt einfach, was er machen soll, oder? Wie gesagt, das funktioniert. Also, genau. Wie gesagt, wir arbeiten mit einem Roboterhersteller. Ich will den Namen jetzt nennen, ich soll keine Werbung, es war aber auf den Folien drauf. Das sind die, die sagen, sie von sich behaupten aus, wir arbeiten an den wahren Cobots, an den ersten wirklichen Cobots, die durch Gestik und auch Sprachinteraktion bedient werden können. Bedient, sage ich mal. Das Beispiel, deswegen fand ich es nochmal so amüsant, vom BMW ist es ja tatsächlich so Sprachinteraktion oder Voices oder Displays, die man da nutzt, wie zum Beispiel im Fahrzeug. Ja. Man sieht ja, wie die funktionieren. Ja? Und das ist ja auch, man muss mehrfach wiederholen und so weiter. Und das ist ja dann auch, sie funktionieren zwar, aber man hat viele falsch positive Antworten da drin. Ja? Und das ist es eigentlich, was man ausmacht. Das sind Kinderkrankheiten sozusagen der Technik inhärent. Aber grundsätzlich kann man das schon machen. Ja, und da ergänzen wir, wenn man so zurückschaut, was die letzten Jahre schon passiert ist, einfach die Rechenleistung so massiv zugenommen hat. Also das Problem, was BMW hatte, das wird in 5 Jahren keine Rolle mehr spielen. Das ist eine Anwendung. Ich habe auch nicht verstanden, was der will, auf Anhieb, was er will. Ja, klar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dann darf ich mich an der Stelle bei euch zwei bedanken für die Vorträge.